Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zum Plankenschnack heute mit folgenden Gästen. Was? Ach so. Nee, wir haben ja gar keine Gäste heute, ne? Doch. Oh. Ich bin Dauergast. Bist du? Ja. Oh. Zaungast. Ich hab gedacht, ich wäre Dauergast. Ist das so? Ja. Folge 93, meine Damen und Herren. Abgefahren. Wir gehen stramm auf die 100. Was machen wir eigentlich bei 100? Sterben. T-Shirt ausziehen. Oh, wait. Boy, wait. Ho, 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 ho. Zweiteres, können wir das detaillierter besprechen? Nee, das geht ganz schnell. Quatsch. Ja, aber wir müssen auch ein bisschen an die Tors. Zwei, drei, sind wir jetzt in 92 oder 93? Ich weiß es nicht. Drei? Debbie? 92. Na, sag ich doch. Sonst hätte ich das ja noch nicht reingeschrieben. Ich hab doch gar nicht 93 gesagt. Ich sagte doch 92. Habt ihr denn nicht zugehört? Mann, ey. Oh. Sag mal, Freunde der Sonne, wie geht's euch denn so? Sehr gut. Ist das so? Frühling. Zeitumstellung ist ein bisschen doof, aber ansonsten Frühling. Das Erste, was ich heute zu hören bekommen habe, war alles in Ordnung. Ja. Du hast so Augenringe, du siehst nicht gut aus. Ich weiß, das ist der Frühling. Ich streame seit 2 Wochen ohne Farbe und ohne alles, weil ich aufquille. Wie ein... Was quillt auf? Ein Pudding, oder? Nee, Pudding quellen nicht. Hefe. Brot. Reis. Hefe. Brot. Hefe. Oh, Hefe finde ich gut. Ja, wie Hefe. Ja, Frühling ist, ne? Ja, aber ansonsten geht's mir fantastisch. Hast du denn noch nicht deinen super tollen Dyson aufgestellt? Der bläst mich schon an. Aber ich traue mich auch mal rauszugehen. Oh. Und mit offenem Fenster zu schlafen, was sehr doof ist. Ja, das war aus Versehen, zweimal. Ach, zweimal auch noch. Zweimal, ja. Aus Versehen? Ja, ich war beschäftigt und danach bin ich eingeschlafen. Mann! Da passiert das mal. Ja. Ja. Aus Versehen. Am nächsten Morgen sah ich so aus. Ich habe nach unten hin Wellen geschlagen. Das ist so, wenn sich Arschbacken unter den Augen bilden. Das war echt nicht schön. Ja. Okay. Wie denn? Wie, ja, sonst noch was? Außer deinen Augengequirle? Ja, ich hab gedacht, wir wechseln uns ab. Ach, da kommt noch mehr, ja? Ach, klar. Hab noch den ganzen Abend. Ich ahne Nettes. Ja, Slappy, was ist denn los bei dir jetzt eigentlich? Magst du vielleicht den Leuten was erzählen? Mein Ischias, der tut so weh. Dann wer? Der Arzt will mich. Der Arzt sagt, ich bin zu alt für OP. Mir geht's gut. Ich hatte jetzt 2 Wochen Urlaub. Sieht man mir, glaube ich, auch an. Ich brauche mal wieder Urlaub vom Urlaub jetzt so langsam. Bin froh, wieder arbeiten gehen zu können, weil mein Schlafrhythmus ist im Arsch. Ich weiß nicht mehr, was ich mit mir anfangen soll. Ganz im Ernst. Diese Vollzeit-Streamerei hier, 10 Stunden am Tag, da kein Wunder, dass alle so gaga werden hier auf Twitch. Also da werd ich schon nach 2 Wochen bescheuert. Ich hätte da eventuell eine Idee. Ja. Trailer schneiden. So. Trailer schneiden, das soll helfen, oder was? Ja, dann ist man beschäftigt. Genau, Abwechslung. Ja. So. Okay. Ja, das habe ich nicht geschafft. Eben gerade sagst du, brauchst Urlaub vom Urlaub. Das habe ich nicht geschafft. Puh, also da bin ich ja richtig ins Schwitzen gekommen. Ich hab's vergessen, Mann. Erst kriege ich keine Videos, weißt du? Oh. Montag soll er raus. Mittwoch, sag mal, haben wir was vergessen eigentlich? Ja, haben wir. Ja. Videos haben wir vergessen. Ja, dann bis Freitag. Ja, und dann Freitag. Freitag denke ich doch nicht an Videos, wenn ich normalerweise am Sonntag daran denke. Ja, es kann ja mal passieren. Es ist ja auch nicht nur deine Schuld. Nee, eben. Darauf wollte ich hinaus. Ja, eben. Sali, was soll denn das? Bloß weil du mit offenem Fenster geschlafen hast. Beim Video machen eingeschlafen und dann morgens nicht dran gedacht. Yep. My life.
Aber man sieht, die Drachenfäule nimmt um sich. Die was? Die Drachenfäule. Was ist denn Drachenfäule? Ehrlich? Würdest du lernen, wenn du weit genug in Sekiro gekommen wärst. Hättest du Sekiro weit genug gespielt, wüsstest du es. Hm. Ja, das wird noch ein schönes Thema heute. Vielleicht wollen wir damit noch nicht gleich anfangen. Okay. Okay. Oder vielleicht auch? Wie geht's dir denn? Willst du irgendwie uns irgendwas erzählen? Sehr gut eigentlich. Ja? Hm. Ja, ich war ja zweimal hintereinander grillen jetzt. Die Saison ist eröffnet. Ich mag Grillfleisch nicht. So. Ist so. Ich mag dieses abgepackte Grillfleisch einfach nicht mehr. Das geht nicht. Das ist zu sehnig und zu, was, ich weiß es auch nicht. Das geht nicht. Schmeckt nicht. Bin ich raus. Aber Berner Würstchen. Mm. Eine schöne Berner Wurst, ein Kartoffelsalat und so ein Kräuterbaguette dazu. Das ist ja wie im Himmel. Ah. Aber ansonsten, ja gut, Satisfactory ist halt passiert, ne? Das ist, wie soll ich sagen? War viel. Sehr viel. Viel zu viel? Es ist auch wieder da. Gibt es zu viel davon? Bitte? Gibt es zu viel davon? Chat sagt schon ja. Oh. So langsam. Aber ich sag nö. Ist Satisfactory dein neues Main Game? Ist? Oder wird? Weiß ich nicht. Wird. Nö. Ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. Ich spiele es halt einfach gerne. Nö, das passt halt gut so. Ist halt ein bisschen Liebe. Aber Anno kommt ja auch bald. Naja, bald, ne? Naja. Bis dahin bin ich dann in Satisfactory noch einmal durch. Denke ich. Hm. Warum hast du jetzt komplett neu angefangen? Weil ich in dem anderen. Zu tun oder was? Nee, ich hatte in dem anderen alles schon. So. Also alles. Ja, du hattest das ja schon abgeschlossen. Ja, dachte ich auch. Dann hast du es wieder angefangen. Ja. Echt? Ja. Einfach so? Mm. Nee, nicht einfach so. Da kam die Sekiro dazwischen. Und dann brauchte ich irgendwas Nettes. Oh, das hört sich an, als wenn Sekiro heute ein roter Faden ist. Ja, mir hat Sekiro halt nicht so gut gefallen. Was? Ja. Mir hat das nicht so gut gefallen. Nee. Da war, nee. Was ist los? Hast du versucht, es wie ein Dark Souls zu spielen? Komm, halt die Schnauze. Nee, hab ich, ja. Nee, ja, wollte ich. Ist so. Ja. Ja, hab ich mir gedacht. Ja, geht nicht so gut. Nee, finde ich auch schade eigentlich. Oh, ja. Finde ich sehr schade, dass sie das die Option nicht gelassen haben. Aber hab mir dann auch einfach gesagt, na gut, dann ist es halt einfach nichts für mich, ne? Hab's ausgemacht, deinstalliert und gesagt, na dann tschüss. Da war's dann. Genau, so ruhig? Ja. Nee, ich hab wirklich nicht gemeckert, weil das Spiel ist gut. Also es ist wirklich sehr, sehr gut. Aber es ist einfach nicht mein Ding. Und diese 15 Zentimeter, die beim Ausweichen fehlen, nö, dann war's aus. Ausweichen, das ist Sekiro. Sekiro spielt man aggressiv. Da weicht man nicht aus. Da pariert man. Der beste Ort bei Sekiro, an dem du stehen kannst, ist direkt vor dem Feind. Mhm. Ist so. Tell me more. Oh, ansonsten mit Ausweichen kannst du halt gleich einen Ausweichkonter machen. Ne? Das ist also Ausweichen und dann im richtigen Moment den Angriff spammen. Nein, nicht spammen, aber zuhauen. Das ist sehr, sehr eine schöne, funktioniert sehr gut beim Butterfly. Mhm. Hm? Kann dem Gegner auch im Kopf springen. Mhm. Oh, auch, ja. Super Mario-Technik. Mhm. Kann auch zwischendrin seinen Grappling-Hook benutzen und wegfliegen. Oh, am besten ist der Haken, ja. Mm. Ja, das ist großartig. Ja, der ist wirklich ganz toll. Mm. Und die Tastenbelegung ist ja sensationell. Mm. Du müsstest ja wohl schaffen, wenn irgendwas grün aufleuchtet, eine Taste zu drücken, um den Haken zu bewegen. Ja, das macht richtig Spaß. Das macht unglaublich viel Spaß, sich da wie Batman und, wie Spider-Man durch die Map zu hangeln. Mm. Das macht so ganz viel Spaß, ja. Klar. Bist du überhaupt so weit gekommen, dass du ein bisschen länger hangeln konntest? Ja. Musst du Hattest du überhaupt den? Könntest du dich nicht einfach nur auf ein Gebäude oder auf einen Baum raufziehen? Das war's doch schon, oder? Ja, das habe ich ganz oft gemacht, ja, das war gut. Weil der Ausweich auf B ging nicht weit genug, dann musste man ja den Grappling-Hook benutzen und damit ausweichen. Man muss sich ja dann Alternativen suchen. Das hat aber nicht so gut funktioniert. Es war leider nicht überall ein Baum.
Aber Dächer, auf die man dann aus Versehen geflogen ist. War gut. Hat Spaß gemacht. Ja, Sekiro. Ist nicht mein Ding. Nee, gar nicht. Nee. Ich, also ich, was? Es geht einigen Leuten so, denen, die sich wahrscheinlich wirklich in Souls erhofft haben oder etwas wie Souls sich spielt und sich nicht vorstellen konnten, dass es etwas wie Sekiro gibt, was sich ganz anders spielt, was neu ist in der Hinsicht. Ich glaube, es fällt sehr schwer. Selbst ich merke es bei bestimmten Bossgegnern. Ich bin jetzt bei so einem Beast-Boss-Gegner gewesen, wo ich automatisch in Dark Souls-Manier oder in Bloodborne-Manier zurückgefallen bin und deshalb da nichts mehr hinbekommen habe. Und weil ich so stur war und Chat so, warum machst du denn jetzt nicht mehr dein Parieren? Und ich so, weil ich das jetzt nicht will! Es ist halt, meine Zündschnur wird immer sehr kurz bei solchen Spielen. Aber stimmt, man verfällt auf einmal wieder in die Taktik von früher, die Hero einfach nicht funktioniert. Weil ja immer noch irgendwo ein bisschen Dark Souls und Bloodborne drinsteckt in diesem Spiel. Das kann man ja nicht, das ist eine ähnliche Engine, wenn nicht die gleiche Engine. Es sieht halt zumindest aus wie ein FromSoft-Spiel, wenn man es sich schon anguckt. Nur halt ein bisschen aufgehübscht wieder mal, wie jedes Mal. Und das finde ich zum Beispiel gar nicht. An den Haaren oder so, wie die sich bewegen. Bitte? Das empfinde ich gar nicht so. Es ist also hübsch? Es ist hübsch, aber der Blick in die Ferne ist mega hässlich. Findest du? Ja, also gerade wenn man so, ich war in so ein paar Tempeln, da sahen die Texturen sehr öde aus. Also ich sag mal so, ich war halt wirklich noch nicht weit drin, das muss ich sagen. Aber am Anfang waren wirklich Tempel, die sahen sehr öde aus. Und da war ich von Dark Souls 3 zum Beispiel, war ich weitaus mehr gewohnt. So die Berge und die Landschaft war gut, aber diese Tempel, die sahen echt ein bisschen mau aus. Also ich habe Gebiete gesehen in dem Spiel, die haben mir einen Instant Boner gegeben, tatsächlich. Also, wenn man da noch ein bisschen weiterkommt, auch als Sally jetzt noch war, dann da kommt noch was. Ich will jetzt nicht zu viel erzählen, weil ich ja jetzt auch Sally nicht spoilern will, auch wenn wir im Spoiler-Alert sitzen, aber in einem Gebiet war Sally ja schon. Aber ich persönlich muss sagen, es ist halt, man merkt halt, ne, dass es an den richtigen Orten wieder wie ein FromSoft-Spiel ist. Du kannst, wenn du dich auf einen hohen Punkt stellst, kannst du halt wieder fast das gesamte Spiel halt überblicken. So in der einen, wenn du noch nicht da warst, dann natürlich nicht. Aber wenn du einmal irgendwo gewesen bist, siehst du in der Ferne halt, dass da der Tempel ist und da hinten dieses Gebiet. Manche Gebiete natürlich nicht, weil die keinen Sinn machen würden, die zu sehen. Aber es ist halt genauso wie damals in Dark Souls, wo du halt schon von Anfang an halt Anor Londo in der Ferne sehen konntest oder erahnen konntest und so. Das haben sie halt wieder gemacht wie ein typisches FromSoft-Spiel. Aber dieses japanische Mittelalter, was sie da quasi gefangen haben, mit diesen ganzen, wie sagt man denn, paranormalen Drumrum, das halt keinen Sinn macht, dieser Nonsens halt. Ne? Es gibt zwar keine Magie in dem Sinne, aber trotzdem irgendwie komische Dinge, die halt drumrum passieren. Ist auch wieder komplett crazy und so. Also es steckt schon immer noch genug From drin. Plus, dass die Bosse einfach unfassbar hart sind und man sich diesmal eben keine Hilfe aus dem Internet holen kann. Die Mini-Bosse. Ja, die auch. Also für mich war, gerade zu Anfang an, waren für mich die Mini-Bosse härter als die ersten Bossgegner. Ich finde die halt, wow. Aber das hat's auch Not getan, um einfach die Mechaniken besser zu lernen. Für mich ist es großartig. Es ist so ein wahnsinnig gutes Spiel. Mir gefallen die Quests, die sie jetzt einfach ein bisschen schöner erzählt sind, die nicht so weit auseinandergestreut ist, wo man so viel drüber nachdenken muss, sondern so, oh, die will Reis. Oh, guck mal, hier habe ich Reis. Mensch, habe ich doch schon mal irgendwo gehört, bringe ich den Reis. Es ist halt so, ne, und dann erzählt die dir und du erschließt ganz neue Wege dadurch. Es ist echt ein mega gutes Spiel. Und ich habe Angst gehabt vor Sekiro, dass ich es eben nicht gespielt bekomme, dass ich mich zu sehr anstelle und dass ich mich zu schwer tue und dann den Spaß verliere. Aber es ist ganz im Gegenteil, es ist großartig. Und mal wirklich wieder eine Herausforderung. Ja, also ich habe eine Woche lang dieses Spiel nur geatmet. Ich bin aufgewacht, ich habe Frühstück gegessen und habe angefangen, Sekiro zu spielen, weil
Es war so gut. Ich konnte einfach nicht. Ich habe natürlich geschimpft, ohne Ende. So, ich habe rumgebrüllt, wenn ich den Endboss so einen minimalen Schlag vom Tod nicht mehr getroffen habe. Und hab, ja, ich meine, wer mir zugeguckt hat, wird es mitbekommen haben, wie sehr ich geraged habe und wie salzig ich war. Aber das gehört halt dazu. So, man muss halt schreien, das muss raus. Und dann geht's weiter. Und wenn man einmal den Boss besiegt hat und man sich einen Gedanken gemacht hat über das Spiel, ich freue mich wie ein kleines Kind auf diese ganzen Lore-Entdeckungsvideos von Fatih Vidya und von Epic Name Bro und so, was die dann noch rausholen werden, weil am Anfang denkt man sich, oh ja, sie erzählen jetzt hier diese Story von diesem Kuro, der irgendwie im Japanischen ganz anders heißt, aber das mal nebenbei, von diesem Kuro man muss ihm halt helfen, irgendwie die Unsterblichkeit zu besiegen und so weiter. Und irgendwie ist es gar nicht mehr so viel mit Lore, sondern viel, viel mehr mit einer tatsächlichen Story, die man währenddessen spielt im Vergleich zu Bloodborne und Dark Souls. Aber je weiter man halt kommt, umso mehr kriegt man so Nebenschauplätze mit, wo man sich dann auch die ganze Zeit fragt, warum ist das jetzt hier so und warum ist das so passiert und womit kann man das erklären? Und dann kommt dieses ganze Wasser noch mit zu, wo das Wasser plötzlich herkommt. Man kann dem Lauf des Wassers ja tatsächlich folgen durch das ganze Spiel und irgendwie rausfinden, warum das so ist. Und da freue ich mich jetzt schon drauf, irgendwie wirklich diese Erklärungsvideos oder diese Theorien halt zu lesen und zu hören, die bekannte YouTuber dann dazu stricken werden. Ansonsten, die Bosse sind fantastisch. Also es gibt vielleicht ein, zwei Bosse, die ich als relativ leicht bezeichnen würde. Ansonsten sind alle mit auf einem Level, meiner Meinung, da oben mit Friede und Gale und hier der Kos Nachgeburt da, wie auch immer der heißt. Also DLC-Bosse von den früheren Spielen, genau, die jetzt einfach in einem Spiel drin sind. Das ist schon... Und die haben nicht angefangen mit, die ganzen Minibosse sind zum Lernen, aber was ein Boss ist, ist ein Boss und an dem sitzt man halt. Manche schaffen den einen halt ein bisschen schneller als die anderen, so wie es halt schon immer war in From, aber ich habe noch von niemandem gehört, dass er da lockerflockig durch das Spiel gegangen ist, sondern jeder wird in diesem Spiel seinen Meister finden, egal wie gut und erfahren er ist halt. Es bringt aber auch viel, halt vielleicht weniger Dark Souls gespielt zu haben, weil viele haben auch gefragt, ist das überhaupt ein guter Startpunkt? Weil ich habe noch nie ein Dark Souls, ich habe noch nie ein Bloodborne gespielt. Macht das überhaupt Sinn, da jetzt schon reinzukommen? Und ich glaube, es ist sogar einfacher, wenn man noch nie ein Dark Souls und noch nie ein Bloodborne gespielt hat. Das Einzige, was die Erfahrung einem bringt, ist, dass man weiß, dass man sich auf 4 Stunden Bosskampf einstellen muss, dass man das schon mal gemacht hat. Aber sonst, wenn man eben nicht von vornherein daran geht und denkt, oh, ich muss jetzt ganz viel ausweichen, sondern eben von null an das Spiel lernt, hat man am Anfang vielleicht eine etwas steilere Lernkurve, aber kommt viel besser rein, weil man eben diese ganzen Muscle Memory noch nicht drin hat. Viele, ja. Man kann ja nicht bestreiten, dass du hast halt den Controller, du weißt, wenn du mit R und L schlägst und blockst, dann musst du auch es genauso spielen wie ein Dark Souls. Weil wenn du schon mit RB oder dem Right Trigger zuschlägst, dann kommt das automatisch, dass du dann auf Kreis drückst, um auszuweichen. Aber das musst du halt nicht, ne? Sondern du musst eben stehen bleiben und dann doch eher blocken und parieren oder so einen Mikiri-Konter machen oder auf den Kopf springen. Ja, wie oft ich so einen Mikiri verrissen habe, weil ich eben nicht stehen geblieben bin und Kreis gedrückt, sondern dabei doch noch leicht auf die Seite gedrückt habe, ne? Und dann funktioniert es ja nicht. Ich so, ich habe es selbst gemerkt. Und man merkt auch, wie viel schwieriger das Spiel ist und vor allem Bosse sind, wenn man die Bosse machen lässt. Sie sind, also Bosse in dem Spiel sind so viel einfacher, wenn man auf die Bosse zurennt und die ganze Zeit draufhaut, weil sie dann immer wieder die gleichen Sachen zurückmachen und man so viel besser kontrollieren kann, was der Boss macht. Wenn man die ganze Zeit nur abwartet darauf, was der Boss macht, dann hat er eine viel größere Anzahl an Attacken, die er plötzlich ausleben kann und dann kommt man nie mehr rein. Deswegen, also das ist ein komplett neues Mindset, was man da haben muss und ich glaube, ich werde sehr, sehr viele Schwierigkeiten haben, wenn ich irgendwann mal wieder Bloodborne oder Dark Souls spiele, nachdem ich Sekiro gespielt habe, weil ich glaube,
das hat komplett alles, das ist wie ein Fahrradfahren neu lernen oder so gewesen. Und wenn ich jetzt wieder zurückgehe, dann wird das, keine Ahnung, wie sein, als wenn ich ein Rad lernen wollen würde. Aber ganz im Ernst, ich liebe dieses Spiel und ja, ich spiele es auch weiterhin. Bei jedem Dark Souls, das beste Gefühl ist einfach, wenn man, oder bei jedem FromSoft-Spiel, das beste Gefühl ist, wenn man das Spiel einmal durchgespielt hat und dann New Game Plus anfängt und dann durch die Startgebiete nochmal durchgeht und bei jedem einzelnen Miniboss, bei dem man war, bei dem man extreme Probleme hatte, durchzugehen und durchzuschnibbeln wie mit einem heißen Messer durch Butter. Einfach, wo man überhaupt keine Probleme mehr hat. Und zwar nicht, weil man irgendwie gelevelt hat. Und das macht Sekiro halt noch so viel besser. Du hast ja keine Stärke, keine Dex, keine sonst was. Du hast nur noch Vitalität und du hast Angriffskraft. So, das sind deine einzigen Punkte, die du im Spiel halt verbesserst. Und die bringen nicht so viel wie der Skill, den du selber halt lernst. Eben wie so ein Mikiri-Konter oder auf den Kopf hüpfen im richtigen Moment oder so. Und wenn man das einmal bei einem Endboss gemacht hat, sind diese ganzen Anfangsgegner nur noch Luft. So, da schnibbelt man durch wie, weiß ich nicht. Und das ist so, das haben sie in Sekiro noch so viel besser hinbekommen, weil ich bin im New Game Plus direkt in 4 Stunden bis zum, ich weiß jetzt nicht, wie ich sagen kann, ohne halt wirklich Bosse zu spoilern, aber das Spiel würde ich in 3 Teile unterteilen. Und ich bin halt bis zum Ende des 2. Teils gekommen. So. Und danach in 4 Stunden. Gut, so mit allen Bossen. Man kennt ja die Wege. Ja, ja, genau. Und das ist noch viel einfacher, weil du ja über diese ganzen Dächer hüpfen kannst und überall drunter herlatschen kannst. Du musst dich ja gar nicht mehr mit irgendwelchen Mobs abtun. In Dark Souls wurdest du an manchen Stellen vielleicht noch gezwungen, halt an gewissen Orten gegen Mobs zu kämpfen. Da kannst du einfach über alles drüber fliegen und läufst an einem vorbei und die verlieren sofort das Interesse an dir und bist sofort beim Boss. Also es wird halt im New Game Plus noch viel mehr als in vorherigen FromSoft-Spielen zu einem Boss-Brush. Aber das ist halt auch das Geile, weil die Bosse sind ja das Gute an den Spielen. Also, fantastisch. Ja. Es gibt ein paar Sachen, da muss ich sagen, wie zum Beispiel eben die KI, der Gegner, die unfassbar dumm ist. Also, du musst wirklich du musst von denen weglaufen, 5 Meter dich hinter einen Baum stellen und die verlieren einfach dich außer Sicht und wundern sich, wo du bist und laufen wieder weg, drehen sich um und dann kannst du zu ihnen hingehen und sie von hinten abstechen, so. Aber wäre die KI nicht so dumm, wäre das Spiel noch viel schwieriger und ich weiß nicht, ob das dann nicht vielleicht. Ich finde es bei den Trash-Mobs gar nicht so schlimm, weil die Bosse machen es eben an sich nicht. Ja. Die Mini-Bosse, die kannst du dann eben auch, wo du deinen ersten Sneak einfach hinbekommen kannst, wenn er dich aus dem Target verloren hat. Gibt aber genug, wo es eben nicht funktioniert. Ja? Und da finde ich finde es super spannend, einfach seine Techniken und Sachen herauszufinden. Wie funktioniert das? Kann ich das auch so machen? Geht's auch leichter? Geht es so? Macht mir unglaublich viel Spaß. Ich bin zwar super langsam drin und ich gehe sehr, sehr langsam voran. Das liegt aber auch daran, dass ich das Gefühl habe, dass ich in ein neues Gebiet komme und so kurz bevor ein Boss kommt, glaube ich, habe ich eine Abzweigung gefunden und dann gehe ich da rein und gehe in ein ganz anderes Gebiet und denke mir so, warte mal, da müsste doch eigentlich noch in dem anderen Gebiet was kommen. Und dann bin ich schon wieder woanders und das ist mein Goldfischhirn. Ich treibe auf in diesem Spiel. Also ich habe hier, das ist alles Sekiro, weil ich mir aufschreiben muss, wo noch was zu tun habe, weil ich es sonst vergesse. Es ist so viel und das macht mir unglaublich viel Spaß. Also ich hoffe, mich irgendwann mal mit irgendjemandem von From Software zu unterhalten und dann werde ich ihm nur eine Frage stellen. Warum habt ihr seit Demon's Souls die Kamera immer noch nicht vernünftig programmiert bekommen? Das verstehe ich einfach nicht. So, das ist mein größtes Problem mit diesem Spiel, dass dieses verdammte Lock-on immer noch nicht funktioniert. So, beim Endboss, der einen wirklich fordern soll, kann es einfach nicht sein, dass wenn er über einen hinwegspringt und man sich einen Ticken zu schnell bewegt, dass dann plötzlich der Lock-on weggeht und man dann von hinten getroffen wird, weil er natürlich nach der Landung sofort einen Rundumangriff macht und einem in den Rücken schlägt. So, das ist so das Einzige, was ich nicht verstehe, warum man dem Spieler da nicht ein bisschen an die Hand fasst und sagt, okay,
wenn irgendwas zu schnell an dem vorbeifliegt, verliert er trotzdem nicht den Lock-on. Oder wenn man aus Versehen an einer Wand entlang läuft, verliert man auch nicht den Lock-on, sondern dann bleibt es ein bisschen länger. Wenn man hinter einer Wand verschwindet, verstehe ich das, dann wäre es unfair, wenn man dann weiterhin am Gegner anlockt. Aber bei einem Bosskampf, also ganz im Ernst, das verstehe ich wirklich nicht. Ist mir das erste Mal aufgefallen im Brunnen. Da ist es, das ist halt so eine kleine Fläche und so ein agiler Gegner. Ja. Und du siehst gar nichts mehr. Ich stehe in der Wand, ich stehe nicht in der Wand, Target ist weg, ich komme hier nicht weg. Und da kriege ich dann auch schlecht. Ja, das wäre schön, wenn man das noch regeln könnte. Aber ansonsten ist es großartig. Macht super viel Spaß. Es ist halt genau das, was ich von Dark Souls schon immer wollte, nochmal perfektioniert. So, ich habe in Dark Souls schon immer die Dex-Builds mit Katana gespielt. Und hier kriege ich halt ein Dex-Build, das nur auf Dex-Build ausgelegt ist, wodurch das Ganze nochmal perfektioniert wird. Und genau das wollte ich immer schon haben. Und ich bin so zufrieden mit diesem Spiel. Ich könnte echt nicht zufriedener sein. Außer, wenn sie sagen, es gibt keine DLCs, dann bin ich sehr, sehr traurig. Aber ich gehe schwer davon aus, dass ein FromSoft, das bis jetzt immer DLCs rausgebracht haben, unter einem Publisher wie Activision, die ja Geld auch nicht unbedingt hassen, nicht sagen werden, dass sie keine DLCs rausbringen. Also, würde mich schon wundern, wenn da keine DLC-Bosse auf uns zukommen. Mal gucken. Und wer weiß, man munkelt ja auch irgendwas in Richtung PvP, also dass eine Online-Komponente noch mit reinkommen soll. Wie das funktionieren soll, weiß ich zwar nicht, aber irgendwas soll da wohl auch auf uns zukommen. Du könntest nicht mal einen einfacheren Modus nachpatchen. Also den, sagen wir jetzt einfach mal, den Souls-Modus könntest du nicht nachpatchen. Das würde auch nicht funktionieren. Das nicht. Also jetzt mal als Beispiel. Ich habe gerade mal darüber nachgedacht, weil mir liegt das halt gar nicht so. Ich habe da überhaupt gar keinen Bock drauf, mich da reinzufuchsen, so, weil ich habe Souls so lieben gelernt, wie es ist. Und für mich ist das einfach so meh. Aber es würde selbst nicht mal was bringen, wenn sie zum Beispiel den Ausweichschritt länger machen würden, um ein paar Zentimeter oder paar Meter, weil du ja, wenn du vom Gegner weggehst, der seine Leiste wieder verlieren würde. Also du seine würdest Haltung, ja, und du würdest ja den Gegner so nicht mal töten können. Also auf kurz oder lang, weil ja auch Leute darüber gesprochen haben, in der Webs, wäre es nicht mal möglich, in den Easy-Mode einzufügen, weil du bist ja, du wirst ja forciert in dieses Kampfsystem. Du kommst da nicht raus und du wirst das nicht haben. So. Also ich werde Sekiro nie durchspielen. Das wird und das ist auch in Ordnung. Ja, na klar. Hm? Natürlich. Nur weil ja auch das Gespräch schon aufkam, das hatten wir vorhin auch schon kurz besprochen, dass Leute gesagt haben, sie wollen Easy-Mode haben. Was hat das Levy gesagt? Ja, es gab diesen Forbes-Artikel, der halt rumging, wo ein Autor von Forbes geschrieben hat, Sekiro braucht unbedingt einen Easy-Mode, über den Leute dann hergefallen sind, weil sie nur die Überschrift gelesen haben und sich gar nicht mal die Argumente halt durchgelesen haben, wobei die Argumente eigentlich relativ schlüssig waren und ich auch in vielerlei Hinsicht zustimmen muss, dass Sekiro viel, viel enger ist in dem, was er dem Spieler zulässt, als halt ein Dark Souls oder ein Bloodborne. So. Wenn du in einem Dark Souls oder einem Bloodborne nicht weitergekommen bist, hast du dir eben Hilfe von Freunden geholt oder Hilfe von Leuten im Internet oder du hast NPCs zu Hilfe genommen oder so. Musstest du nicht, konntest du aber. Oder du hast dein Bild komplett geändert und hast ein Dark Souls als Magier gespielt, was der versteckte Easy-Mode war, zumindest in Dark Souls 1. Oder solche Geschichten. Das fällt hier halt alles weg. Du hast keine Freunde mehr, du hast keine NPCs mehr, du hast den einen NPC an einer Stelle, der dir nicht mal bei einem Boss hilft, sondern bei einem Miniboss. Und das war's. So, du kannst nicht dein Bild irgendwie ändern. Du bist halt gezwungen dazu, das genau so zu spielen, wie der Entwickler es will. Deswegen, ich stimme dem halt nicht zu, dass das Spiel einen Hard Mode braucht, weil mir das genauso so Spaß gemacht hat und genau das gebracht hat, was es sollte. Easy. Und ich eher es so sehe, dass nicht jedem kann jedes Spiel gefallen. Dann kann man halt andere Spiele spielen, wenn einem das halt nicht zusagt. So ist es halt, ne? Der Entwickler sollte niemals Spiele entwickeln danach, was der Spieler will, sondern immer das so entwickeln, wie er es will. So. Ein Künstler malt ja auch nicht ein Gemälde oder schreibt einen Song,
danach, was Leute haben wollen, sondern danach, was er denkt, was das Beste ist. So. Früheren Teile hatten das auch nicht. Also ob jetzt Dark Souls, Bloodborne oder Demon's Souls, du hattest in diesen Spielen nur die Möglichkeit, es schwerer zu spielen durch einen Eid oder durch sonstige Sachen, aber es gab nie die Möglichkeit, die Spiele leichter zu machen. Ja, aber sie hatten halt. Ich glaube auch grundlegend, dass das Spiel gar nicht so schwer ist. Es ist einfach nur so schwer, weil du von 5 Teilen Souls kommst und das komplett anders ist. Deswegen ist es schwer. Also ich empfinde die Gegner nicht als schwer und ich empfand auch die Bosse, die Minibosse, empfand ich auch nicht als schwer. Das Einzige, was ich schwer fand, ist das Umdenken auf die Tasten und dieser permanente Druck, dass du auf den Gegner drauf musst. Ist nichts mit, ich gehe einen Schritt zurück und heile mich. Nee, du musst halt durchziehen. Oder dass du wieder aufstehen kannst zum Beispiel. Oder dieser Grappling-Hook, der mitten in Fights drin ist, das würde ich mir auch wünschen, dass sie die Scheiße rausnehmen. Wenn du kämpfst, dass die Grappling-Hook-Punkte weg sind. Die sind so nervig. Also wirklich, die sind so unfassbar nervig. Aber die nutzt du ja kaum. Nee, aber sie sind in deinem Bild drin. Wenn du dich drehst und irgendwo hingehst, dann kommen immer diese Punkte überall. Und wenn du mal Pech hast, drückst du da dran und dann schwupp bist du weg. Und das ist mir auch passiert. Aber das liegt halt auch einfach daran, wie gesagt, dass ich mit den Tasten so, das ging mir so auf den Piss, das ging mir wirklich so auf den Sack, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Dass erstmal, dass sie von 5 Teilen die Tasten von unten auf oben gelegt haben. Und ich finde oben, bitte? Oben war schon immer ein leichter Angriff. Nein, unten war schon schwerer Angriff. Na, unten war schon immer die Taste, die ich benutzt habe. Dann hast du das vorher geändert. Dann hast du immer mit schwerem Angriff gekämpft und nicht mit einfachem Angriff. Genau. Ich habe ja auch nur Standardangriffstaste war schon immer oben. Ich habe ja auch nur Stärke gespielt. Ja, okay. Ne? Wenn du if you get the hint so. Da hast du ja ein Menü, wo du alles nach Belieben natürlich, ändern kannst. Natürlich, klar. Das will ich ja auch gar nicht bestreiten, dass du das nicht wechseln kannst. Es ist einfach, trotzdem brauchst du alle Tasten. Und ich finde das unfassbar umständlich, mit allen Tasten zu spielen. Egal, das bin aber auch ich. Das hat ja damit nichts zu tun, dass das Spiel jetzt dadurch schlecht ist. Das will ich auch gar nicht sagen. Aber zu den Tasten kann ich ganz kurz was sagen. Es ist das erste Spiel, wo ich wirklich, man kann ja ganz normal ins Menü gehen, das Spiel wird pausiert, wo ich das durch das Steuerkreuz nach oben drücken für Heilung und die anderen Sachen nicht sehr gut gelöst finde, weil ich meinen Stick brauche, um mich zu bewegen. Und es ist das erste Mal, dass ich mein Menü im Bosskampf, mein Menü öffne und ganz genau das aussuche, was ich aktivieren möchte. Weil ich mich ansonsten einfach, da ist mir dann zu viel los. Ansonsten, ich verdrück mich, tu mir aus Versehen Heilkübelchen reinziehen, statt meine Kürbisflasche zu benutzen oder so. Das mache ich tatsächlich. Ich gehe ins Menü, wähle aus, was ich haben möchte, Anti-Gift oder so etwas und aktiviere es auch im Menü und mache das nicht über die Schnellwahltaste. Das ist, muss ich jetzt zugeben, das finde ich auch prickelig. Ja, du kommst ja nicht vom Gegner weg, um dir was einzuwerfen und mal schnell durchzuzwischen. Das geht ja nicht mehr. Ja, nicht nur das, es gibt Bosse, die, also mir fallen jetzt ad hoc vielleicht 4 Bosse ein, denen sie extra Bewegungen einprogrammiert haben, die nur dann getriggert sind, sobald du die Heilentaste gedrückt hast. Das heißt, du kannst nicht abwarten, gucken, oh, der macht gerade nichts, jetzt habe ich Zeit zum Heilen. Genau das ist der schlechteste Moment zum Heilen, weil genau dann in dem Moment eben diese Bewegung getriggert wird. Das ist bei einem, dass er halt Pfeil direkt auf dich drauf schießt, so egal wo er steht. Das ist bei anderen, dass die sofort auf dich zugerannt kommen und zwar mit so einem Karacho, dass du auf keinen Fall mehr wegkommst und so weiter. Also die haben es extra halt so programmiert, dass du eben nicht heilen sollst, wenn gerade Ruhe ist. Es soll keine Ruhe aufkommen, nie im Kampf. Aber ich mag das eben, dass keine Ruhe aufkommen soll im Kampf. Hast du auch Menü geöffnet nochmal? Ja. Oder hast du es immer über Steuerkreuz ausgewählt? Slabby hat gar nicht geheilt, Sadi. Nein, es gibt schon Sachen, die du zwischendrin mal nutzt. Ganz im Ernst, ich habe erst bei, und ich nenne jetzt mal einen Boss so, weil es ist halt FromSoft. Ja. So, ne? Beim Gorilla habe ich erst den heiligen Moment gehabt, wo ich darauf gekommen bin, vielleicht mal die Heilung auf die Dreieckstaste zu legen und aber das, was halt, also diesen Moduswechsel da auf Pfeil nach oben. Vorher habe ich das die ganze Zeit anders gespielt und habe wirklich die Klaue jedes Mal gemacht, bewegt und dann mit dem Daumen auf das Steuerkreuz da unten gedrückt. Bei mir, ich habe ja den anderen PS4-Controller, so da unten.
gedrückt. Das, beim anderen muss das ja noch schwieriger sein, wenn du da oben hingreifst. Und dann bin ich erst darauf gekommen, warum mache ich das nicht wie bei Bloodborne, einfach Hallen auf? So? Auf? So? Ja. Ja, genau. Dann, ich weiche so auf und jetzt hier nach oben drücken. Ja, genau. Ich spiele doch mal mit dem Xbox-Controller, das ist nicht so schwer. Doch, ja, also, wie gesagt, ne, ich habe ja den hier für die PlayStation. Ja, das geht doch super. Ich habe mich dann so bewegt. Ja, aber du musst dich ja hiermit bewegen und hier heilen. Ja, kannst du doch machen. Einfach den Daumen drauflegen und dann drücken. Geht ja, ich hab's so gemacht. Ich bin mit der rechten Hand auf Steuerkreuz nach oben gegangen, während ich hiermit halt noch gerannt bin. Was absolut keinen Sinn macht. So. Nee, schön, du legst es dir einfach hier drauf und kannst dann ganz entspannt hiermit halt dich bewegen. Und das habe ich dann erst irgendwie beim Affen gemerkt, wo der Affe ist sowieso super schnell und bewegt sich und hüpft hin und her. Und dann musst du halt darauf kommen, dann irgendwie noch, ja, nee. Da war ich dann sehr froh, dass ich darauf gekommen bin. Und das ging auch sofort über, weil dann in Bloodborne war das ja noch so, da hat man das genauso gemacht. Das war dann sofort drin und dann war es entspannt. Ja, ein Fußpedal wäre natürlich noch eine bessere Idee, stimmt. Stream Priester. Nächstes Mal. Genau. Auf jeden Fall, aber also, und ganz im Ernst, ich muss sagen, wenn wir schon vom Affen geredet haben, das ist wirklich, ich glaube, das erste Mal, dass ich die ersten paar Kämpfe wirklich, also Angst von einem Gegner hatte. Ich wusste eigentlich aus jedem Dark Souls und jedem Bloodborne, es gibt nur ein Bloodborne, aber ne, aus allen FromSoft-Spielen, wenn der Gegner mindestens 2 Köpfe größer ist als dein eigener Spieler, stehst du besser nah an ihm dran und gehst nicht weg von ihm. Hm. Das war schon immer so. Ja, Pustekuchen, bei dem kannst du alles vergessen. Ja. Der ist entweder, ob du weg von ihm stehst oder direkt bei ihm, ist scheißegal, der macht dich sowas von zu Brei und der ist einfach so schön gemacht. So, er bewegt sich genauso wie ich es mir vorstelle. Ich habe noch nie in meinem Leben einen wilden Affen, also einen Gorilla gesehen in meinem Leben, der gegen irgendwas gekämpft hat. Aber genauso stelle ich mir vor, wie ein verkackter Gorilla auf einen zugerannt kommt und einen zu Brei matscht. So. Vor allem einer, der halt dreimal so groß ist wie man selbst. Und den haben sie so schön designt. Überhaupt die Boss-Designs in diesem Spiel sind ganz, also Gale ist immer noch der beste Boss, den FromSoft jemals gemacht hat, meiner Meinung nach. Sklavenprinz Gale oder wie der hieß, weiß ich gar nicht mehr. Das ist meiner Meinung nach immer noch der schönste, designste Boss, weil der einfach Animationen hat, die einem Ja, also, zum Zusehen sehr schön, wenn man Zeit hat, hinzugucken. Ja, genau. Oder Sklavenritter, ja, genau. Aber ansonsten spielen die alle, also fast alle Bosse von Sekiro in einem Level mit eben den besten Bossen, die From jemals gemacht hat. Fantastisches Spiel, wirklich. Ja. Und ich habe noch ein paar Bosse gar nicht gesehen, weil ich ja noch die Enden alle nicht gesehen habe, die es gibt. Also es gibt halt noch versteckte Bosse da irgendwo, die sich dann halt erst zeigen, wenn man an gewissen Orten gewisse andere Entscheidungen trifft. Also bin gespannt, was dann halt noch auf einen wartet. Ich habe gehört, es soll noch einen Boss geben, der manchen Leuten mehr Probleme bereitet hat als der Endboss. Also mal gucken. Aber bin man 2 Wochen wieder drüber. Ja, genau. Ja, der Boss, also der sah jetzt nicht so wild aus, der Affe. Ich habe mir das gerade mal vor ihm kurz angeguckt. Kämpf mal vor ihm. Also vor allen Dingen musste man dort nicht parieren. Man musste nicht parieren. Wo doch? Also sah zumindest den ich gerade geguckt habe, der hat das nicht pariert. Weiß, das sieht so aus, wenn du da zuschaust. Glaube mir. Oh doch. Genau, also das war nämlich das Problem, weil den habe ich gespielt wie ein Dark Souls Boss. Und dann reißt er dir den Arsch so dermaßen auf. Und dann fängst du an, so, hallo, du spielst Sekiro, du musst parieren. Du musst da wieder ran an den. Du kannst nicht Ewigkeiten weg und wie Tarzan über die Bäume schwingen. Das funktioniert so nicht. Und dann hat es funktioniert. Umso aggressiver, umso besser geht's, umso schneller ging's. Ja, ich dachte auch, das ist alles, wenn man bei dem Boss reinkommt. Und ich kann den locker, einfach indem ich um ihn rumrenne und immer, wenn er kurz irgendwo schlägt und er mir kurz den Moment gibt, Schaden zu machen, hau ich rein. Der Kampf hat 15 Minuten gedauert, dachte, ich bin fertig. Juhu, juhu. Ja, und dann
Und dann musste ich nach einer, weiß nicht, halben Stunde, 45 Minuten, die ich halt für diese Versuche gebraucht habe, weil ich mir dachte, ja komm, ne, dann machst du halt einfach rumrennen und das, musste ich meine komplette Taktik neu überlegen alles. Und alles neu machen, weil, ja. Ja, es ist ein tolles Spiel. Mega. Und es ist endlich dieses Feeling davon so, ja, ich hab's geschafft. Also das ist großartig. Ja. Guckst du den jetzt, oder was? Anscheinend. Guckt er sich das jetzt gerade an. Okay, ich habe nur die erste Phase gesehen. Verzeihung. Ja, eben. Da kommt ja noch eine. Gut, dass die Sendung Spoiler-Alert heißt. Ja. Ein bisschen spoilern müssen wir. Ja. Geht nicht anders. Sonst können wir uns ja nicht über die Spiele. Hast du noch was anderes gespielt? Ja. Ich bin vorgestern mit Kopfschmerzen aufgewacht und hatte sowieso keine Lust auf Stream, weil ich dann halt so viele Stunden in Streams gepackt habe, dass ich einfach mal einen Tag für mich brauchte. Und weil ihr alle du, Sally, und manche andere in letzter Zeit so viel davon erzählt haben, habe ich mir mal Farm Together angeguckt. Ich habe original, glaube ich, schon 20 Stunden Spielzeit in Farm Together. Ist das nicht schrecklich? Ist das nicht ein Wahnsinn? Und kannst du es mir erklären, warum? Nein. Warum fühlt es sich so gut an, den Kopfsalat nach 10 Minuten wieder zu ernten? Es ist so ein stumpfes und du machst die ganze Zeit dasselbe und es macht einen so glücklich. Ja. Ja, willkommen in meiner Welt. Ich verstehe das sehr gut. Wahnsinn. Also, gut. Ich wollte gestern, als ich schlafen gehen wollte, dachte ich mir um Mitternacht oder so, dachte ich mir, ja gut, komm, dann klatsche jetzt alles. Und ich hatte gerade so eine Linie auf der ganzen Map freigelegt, ja. Hatte alle Maps frei. Okay, jetzt gehst du halt an jedes freie 3x3 Stück natürlich, damit das halt mit dem Traktor vernünftig geht. Gehst du hin, machst da Erde drauf und dann machst du einfach hier Baumwolle. Ja, 12 Stunden. Baumwolle, was halt lange dauert. Ja, ich glaube 9 Stunden, 12 Stunden, aber dann wenn du wässerst, dann geht's runter auf 8 oder so. Irgendwie so, dass es halt über Nacht dann fertig wird und wenn du morgens dann aufstehst, dann kannst du das halt alles abernten. Ich hatte irgendwie 100.000 Credits oder so, wie viel man dafür braucht. Die habe ich alle da rein investiert. Guck auf die Uhr, es ist 3.30 Uhr. Ja, muss ja auch noch mal bewässern und alles. Ich verstehe das gut. Das hat mich sowieso nur verwirrt, kurz, weil gestern war auch noch Zeitumstellung. Ich dachte, hä, so lange kannst du jetzt wirklich nicht dran gesessen haben, bis ich dann realisiert habe, dass Zeitumstellung war. Ne? Hat dann auch noch ein bisschen gedauert. Aber dann muss es natürlich alles bewässern, genau. Dann hast du da vielleicht noch, oder kriegst du noch eine Quest, wo du ein paar Tomaten noch pflanzen musst. Dann wartest du halt, bis deine Küken Eier gelegt haben. Und ich möchte halt alles auch schön bauen. Das heißt, ich kann nicht einfach 3x3 alles Linien runterziehen, sondern möchte halt die Fischteiche. Hast du Hardcore-Farm? Die ist nämlich ganz eben. Nee. Ich hab Seen und Flüsse und alles. Oh, das nervt mich nach einer Weile, weil ich dann so schön so bauen will. Das geht mir dann schon auf den Nerv. Habe ich mir eine neue Farm angefangen. Nee. Ich hab einen schönen Hügel genommen, hab da gestern Abend irgendwie, das ist jetzt gleich in 4 Stunden auch fertig, mein Haus hingesetzt und daneben so einen schönen Koi-Karpfen-Teich daneben, wo ich dann immer schön Koi-Karpfen angeln kann und so. Denk groß. Ich habe die ersten paar Tage immer zu klein gedacht in diesem Spiel. Denk groß. Größer. Nee, ich habe groß gedacht. Noch größer. Ja, aber so langsam bin ich im Game Loop drin, dass ich merke, okay, der Game Loop wiederholt sich. Und ich glaube, länger als 2-3 Tage werde ich es jetzt auch nicht mehr spielen, weil irgendwann wiederholt sich. Ach, und dann guckst du doch wieder. Ja, eben, dann guckt man rein. Zum Ausspannen ist es halt wirklich, du musst nicht nachdenken. Es ist einfach nur so, ach ja, so ein bisschen. Und dabei geht die Zeit so extrem flöten. Ja. Verstehe ich, habe ich auch gespielt. Aber man kommt halt nicht drum rum. Du fängst das Spiel an und innerhalb einer halben Stunde bist du schon am Min-Maxen dran. So, wie kann ich das Layout so legen, dass ich so schnell wie möglich alle Bäume und alle Felder so abrasiert bekomme, dass ich in perfekter Zeit wieder mein Geld hinbekomme? Hardcore-Farm. Ja. Nach 2 oder 3 Tagen habe ich mir eine Hardcore-Farm neu angefangen. Mir egal. Und jetzt habe ich alles so super schön geordnet. Und ich fange dann auch an, die Bäume nach Jahreszeiten am besten zu sortieren, so damit ich dann einfach so durchfahren kann. Und ist schlimm.
Das mache ich nicht, weil dann habe ich auch wirklich keinen Spaß. So, ich habe mir eine Farm angeguckt von jemand anders, der das genau so gemacht hat. Das war eine, ich weiß nicht, was für Millionenfarmen das war, wo wirklich jede Pflanze in Dreierreihen da in Spalier stand und so. Aber da hätte ich gar keine Lust drauf, mir das halt anzugucken, sondern ich baue lieber schön, wo ich dann halt nur einer Reihen von Bäumen habe, die um so ein Feld gehen oder Blumen, die drumrum gehen und wo es halt ein bisschen schöner aussieht. Weißt du, aber ja. Ja, also das habe ich mir angeguckt. Das hat mich ganz schön getötet. So. Bin froh, dass ich morgen wieder arbeiten muss, sonst würde ich hier gar nicht mehr aufstehen, glaube ich. Kann ich nachvollziehen. Also Farm Together, wer gerade 3-4 Tage Zeit hat und nicht weiß, wohin mit seiner Zeit, 20 Euro, Steam. Es spielt sich halt wirklich wie so ein Clicker-Game, nur halt mit Grafik und hat, glaube ich, keine Microtransactions, soweit ich gesehen habe. Also man muss nicht irgendwelche Währungen noch extra kaufen, sondern verdient alles im Spiel. Ja. Ich habe Life is Strange gespielt. War eigentlich mit der Bestrafung für die Community, weil ich wollte und Dark für Souls. Dich? Ja, für mich auch, aber für die mehr. Ich wollte Dark Souls 3 spielen und die so, das wollen wir nicht. Das hast du schon so oft gespielt. Sag ich, okay, dann vielleicht Bloodborne. Nein, das ist dasselbe. Und dann gingen sie mir so auf den Nerv und hatte aber so Bock auf das Spiel, dass ich mich geärgert habe, das Menü aufgemacht habe und dann Life is Strange runtergeladen. Sehr gut. Endresultat für mich war gar nicht so schlecht. War gar nicht schlecht. Es ist mehr eine Meme hier, ne? Also es ist so, ich habe mich über euch alle lustig gemacht. Am Ende vom Tag war es gar nicht so ein schlechtes Spiel. Habe ich in 2 Tagen die 5 Episoden durch. Und ja, ich musste oft lachen. Konnte halt mich da jetzt nicht reinempfinden. Ich habe das so auf meine Art gespielt. Aber es war kein schlechtes Spiel. War es wirklich nicht. Nee, die Story ist gar nicht so blöd. So, es gibt Szenen, da denkt man sich, oh, das ist jetzt aber echt schlimm, du Kleine, komm her. Aber dann hast du halt wiederum diese Butterfly-Effekt-Geschichte drumherum, die halt wirklich einen mitnimmt und interessant ist. Von daher, ja, so doof ist das gar nicht. Ja. Kann man spielen. Aber dieses absolut. Prequel oder wie das hieß, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, das hatte gar nicht diese For the Storm, Thematik. Meinst du? Ja, genau. Das war wirklich nicht so viel. Das haben alle gefragt, während ich das gespielt habe. Ich spiele es auch For the Storm. Sag, hallo, seid doch mal froh, dass ich das da jetzt spiele. Ja. Bring mir erstmal das da zu Ende und dann gucken wir, wenn ich mich in einem Jahr wieder über euch ärgere, dann quäle ich euch mit dem nächsten Teil. Kommt da nicht noch ein zweiter sogar raus? Es ist der ist irgendwie schon. Ist der schon draußen gekommen? Ja, die erste oder zweite Episode davon. Aber der geht eher um Jungs, glaube ich, ne? Oder? Es hat also, nichts mehr mit den anderen zu tun. Okay. Ja. Das weiß ich. Und ansonsten hat Devil May Cry abgeschlossen, ne? Oh ja. So. Abgeschlossen oder nur einmal durchgespielt? Ich habe einmal durchgespielt. Ach so, ich habe okay. Am Ende. Es hat kurz angefangen, hat stark angezogen. Ich war sehr begeistert und am Ende hat es wieder sehr abgeflacht. Ja? Und dann, ja. Ich fand gerade das Ende ziemlich cool, muss ich sagen. Weil das Spiel sich von vornherein nicht ernst genommen hat, also war mir das Ende auch relativ. Es ging um die Spielmechanik. Okay. War für mich so, er war so stark überlegt und es war so viel Zeug drauf und dann hast du dann endlich das Motorrad und die Waffe und die Waffe und die Waffe hier und die 5000 Waffen da. Und dann kommt noch das Devil-Schwert dazu, okay, und dann kommt noch eine Form dazu. Und es hat sich am Ende für mich nicht mehr so angefühlt, als wenn ich das Spiel beherrschen könnte, sondern es war für mich am Ende ein Button-Smashen, damit ich durchkomme. Und ich hatte genug goldene Kugeln, um dann die Gegner noch zu schaffen. Bis zu einem bestimmten Zeitpunkt habe ich gewusst, was ich mache, welche Kombos wie ausgeführt werden. Es hat sich gut angefühlt, bis zu einem bestimmten Punkt, wo es bei mir nicht mehr gezündet hat und wo es mir einfach zu viel geworden ist. Dann das war mir nicht mehr zu harmonisch. Und dann war zu Ende, war okay. Okay. Ich muss aber sagen, wenn ein paar Tage später nicht Sekiro rausgekommen wäre, wäre das auf jeden Fall so das Spiel des Monats geworden. Weil schlecht war es nicht. Also, nein, es war nicht schlecht. Satisfactory jetzt mal raus, ne? Aber von den Story-Games jetzt, wenn wir das mal jetzt vergleichen. Also es war, mir hat es auch gefallen, auch das Ende hat mir gefallen und ich habe
Gameplay-technisch hatte ich sogar Bock, es dann weiterzuspielen, weil dann der Nero angefangen hat, halt Spaß zu machen. Der war so das schwächste Glied in der Kette, meiner Meinung nach, weil der halt gar keinen Spaß gemacht hat. So seine komischen Fähigkeiten da, die wollte ich gar nicht benutzen. Ich wollte halt wieder immer wieder zurück zu Dante oder, wenn es halt sein muss, zu Wie. Genau, die haben mir halt Spaß gemacht. So. Vor allem mir hat Wie halt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Vor allem am Anfang. Hinterher, als dann Dante reinkam, okay, dann Dante ist halt noch um einiges nicer, weil der ein paar andere Fähigkeiten hat. Und das Kampfsystem ist sehr flüssig und hat halt sehr viel Spaß gemacht dadurch. So, man kann relativ gut. Das hat zum Beispiel mir mehr Spaß gemacht als Bayonetta. Zum Beispiel. Nein! Also ich. Oh Gott, im Leben! Nein, nur Kampfsystem meine ich jetzt. Mhm. Ne? Also. Ich konnte mich da schneller reinfinden als in Bayonetta. Bei Bayonetta hatte ich das Gefühl, ich muss jetzt erstmal Kombos studieren und mir angucken, wie was funktioniert. Mhm. Dante zum Beispiel, also Dantes Gameplay, habe ich viel, viel schneller gelernt als jetzt so ein Bayonetta-Gameplay, wo ich halt immer wieder dieses perfekte Blocken, was man da machen muss, um diese lila Energie aufzufüllen, damit man dann halt in Zeitlupe ausweichen kann. So, das hat nicht so schnell Klick gemacht wie jetzt in Devil May Cry. Deswegen fand ich das da ein bisschen zugänglicher. Nicht besser, aber zugänglicher. Okay. Lass mich das mal so formulieren. Ist klar, bei mir genau anders. Meiner Meinung nach ist Bayonetta immer noch das bessere Spiel. Definitiv. Als Devil May Cry 5. Die anderen habe ich nie gespielt. Aber ich fand's gut. Also. Ich glaube, ich werde es auch irgendwann noch weiterspielen, vor allem dann im New Game Plus, weil. Sie hast du es gespielt? Nee. Ich habe, was war denn da draußen? Irgendwas war da draußen zu der Zeit. Ah ja, Satisfactory, glaube ich. Nee, Satisfactory kam ein paar Tage später. Ja? Ich habe Devil May Cry nicht gespielt, nee. Was war denn bei dir außer Satisfactory? Nichts. Echt nicht? Nein. Nee, ich hab die nichts ganze an. Zeit. Gebaut? Ich spiele es halt alleine, ich bin halt nicht so schnell. Ich muss halt ein bisschen mehr machen. Was heißt das? Moment, was heißt das, du spielst das alleine? Ich spiele es nicht im Multiplayer, du kannst es ja mit. Ach, das kann man im Multiplayer spielen? Ja, du kannst das mit 4 Mann kannst das spielen. Würde mir aber keinen Spaß machen. Nee, mir geht das auch auf den Sack. Ich will da auch keinen anderen drin haben. Zumindest jetzt gerade am Anfang nicht, weil es noch so begrenzt ist von den Möglichkeiten, die man hat. Du hast es halt tatsächlich irgendwann durchgespielt und kannst nicht mehr irgendwie anfangen, schön zu bauen oder so. Sondern du hast dann irgendwann deine Supercomputer da zusammengesetzt und dann bist du ja fertig. Ja? Ja, viel Spaß beim Supercomputer zusammensetzen. Bitte? Viel Spaß beim Supercomputer zusammensetzen. Ja, natürlich, es dauert halt. Aber wenn du 4 Leute hast, dann geht das viel schneller und dann ist der Spaß halt vielleicht in 4-5 Tagen halt weg und vorbei. Und alleine hast du da ein bisschen mehr Content. Du brauchst halt viele Ressourcen. Ne? Ja. Also. Ja, ich habe auch nur die. Ich habe nicht mal Stahl automatisiert. Also. Ja, davon hatte ich ein bisschen mehr. Ja. Davon war das Lager, hat sich leider nie geleert. Irgendwie, egal wie viel ich gebaut habe, es wurde nicht leerer. Also zumindest im alten Run, im neuen wird es jetzt, ich habe ja schon wieder einen neuen angefangen. Ja. Weil jetzt gerade nichts zu spielen da ist. Auf Tropico habe ich auch keine Lust, weil Tropico, es sieht genauso aus wie Tropico 5 irgendwie. Das wollte ich nämlich fragen, warum du noch gar nicht Tropico spielst. Da hätte ich gedacht, dass du der Erste bist. Ja, aber das sieht halt genauso aus wie Tropico 5 und dann hatte ich jetzt nicht so wirklich die Lust. Ich hatte nicht schon wieder Lust, mich da hinzusetzen und dann wird es eine Enttäuschung wie Sekiro. Und ich sage jetzt extra nochmal, Sekiro ist kein Kackspiel. Ich mag es nur einfach nicht. Es liegt mir nicht. Nee, es liegt mir nicht. Ja, weil Chat sagt dann immer, muss man ja nicht hinten. Nee, ist gut. Ja, hast du auch nicht. Liegt mir nicht. Alles gut. Liegt dir nicht. Und Tropico ist halt so, habe ich jetzt nicht wirklich. Hatte ich gerade nicht Bock, weil gerade wenn Satisfactory da ist, was halt um 10 Mal besser ist, dann spiele ich doch nicht was Schlechteres. So. Nee. Ich kann Tropico bei uns im Haushalt nicht laufen lassen. Warum? Weil ich mit einem der größten Backseat-Gamer überhaupt verheiratet bin. Und mein Mann schreit die Leute an, weißt du, auf die Fernsehscheibe. Weißt du, ich sitze so da, Schatz, er kann dich nicht hören. Ja, aber das muss der doch wissen. Und warte, mein Mann hat Folgendes gesagt.
entweder, wie war das? Warte. Entweder musst du ein Spiel, wenn du ein Spiel nicht kannst, ja, dann musst du es wenigstens erklären, was du da machst. Wenn du schon das Spiel nicht kannst, dann musst du fragen. So, aber das da, wenn, er rastet förmlich aus. Also ich kann, egal welchen Stream ich laufen lassen habe, mein Mann so, nein, nein, sag ich, Schatz, soll ich es dir kaufen? Ja! Okay. Bitteschön. Darfst du selber Tropico spielen? Das ist, wenn so Aufbau spielen, ist ganz schlimm bei Stefan. Stefan, ach, komm zu mir! Da läuft das. Könnt ihr machen. Stefan, komm, ich habe genug Platz. Hier kannst du so viel aufbauen, wie du willst. Ganzen Tag, von morgens bis abends. Wir können beide verlottern. Wir können beide richtig schön durchlottern. So wie jetzt gerade. Ich war schon 3 Wochen nicht mehr bei mir. Ist egal. Bettwäsche habe ich noch. Gerade so. Das letzte Paar. Satisfactory kam halt dazwischen. Also ich habe letzte Woche, glaube ich, 70 Stunden Satisfactory gespielt. Also ich habe, glaube ich, jeden Tag 10 oder 11 Stunden gestreamt, gefühlt. Ich habe nichts anderes gespielt. Ich habe aber auch auf andere Sachen gar keine Lust so. Also ich hatte dezent Lust, Sekiro zu spielen. War nicht cool. Dann habe ich mir Tropico kurz mal angeguckt und habe dann auch gesagt, ist nicht cool. Und naja, was soll ich sagen? Da war halt nichts anderes da gerade. Borderlands hat mich auch zum Beispiel bei der Ankündigung überhaupt nicht abgeholt. Also so gar nicht. Ich mochte aber auch Borderlands 2 schon nicht. Das fand ich schon so... Das kann aber auch daran liegen, dass es so alt ist. Aber wie kam das denn bei euch? Also okay, Sali, alles klar. Ich habe es noch gar nicht geguckt. Ich habe nur gehört von den ganzen Borderlands-Pros von früher, dass sie sich extrem drauf freuen und es offensichtlich viel, viel besser aussieht als dieses schlechte, wie hieß das? Pre-Sequel, was die da halt rausgeklatscht hatten irgendwann mal. Und dass sie wohl jetzt alles wieder richtig machen sollen. Aber ich habe halt mal Borderlands 2, glaube ich, war das, gespielt, wo man da diesen wie heißt der? Handsome Jack. Da am Anfang bekämpft und er da der Böse ist und ne, mit diesem Roboter und wie er, keine Ahnung mehr, wie der heißt. Habe ich ein paar Stunden gespielt, aber hat mich nie so abgeholt, weil ich nie so hinter Multiplayer-Shootern, also Looter-Shootern halt war. Deswegen interessiert mich Borderlands 3 jetzt auch nicht so, um ehrlich zu sein. Ich habe das, glaube ich, 2-mal angefangen. Nee, 3-mal sogar. Beim 3. Mal war ich sehr, sehr weit für meine Verhältnisse. Also es hat ein Stream überlebt. Das lag aber auch daran, dass wir es mit Mokka gespielt haben. Es hat einfach, das, nee. Das hat nicht gezündet. Ich glaube, das ist einfach nicht so. Also ich, auch der Trailer, da hat bei mir gar nichts gezündet. Ich saß da so, Das Einzige, wo ich lachen musste, war, als die Waffe Füße hatte und gelaufen ist. Das fand ich, da musste ich kurz so, Und der Rest war so, Ja. Und dann kam ja diese eine Stelle im Trailer, over 5 billion weapons, you can craft everything. Und ich so, alles klar, I don't give a shit, was soll ich mit so viel Waffen, brauche ich doch eh alle nicht. Das ist Borderlands. Ja, du, kann ich auch verstehen. Mich triggert, also bei mir kommt da nichts an, so, das ist, okay. Also ich habe Borderlands schon so ein bisschen gespielt. So ein bisschen? 5000 Stunden. Borderlands 1, intensiv. Borderlands 2 gehört, glaube ich, zu den Spielen oder zu dem Spiel, was ich am meisten durchgespielt habe. Also mehr als 20 Mal, würde ich sagen, habe ich Borderlands 2 durchgespielt. Das ist das Game, was Stefan und ich zocken. Wir haben vor 2 Jahren, glaube ich, neben Arbeit und sonst was, haben wir trotzdem 500 Stunden in Borderlands verballert. Das ist, wir mögen Borderlands, aber Pre-Sequel war jetzt nicht so unseres. Das haben wir nur einmal durchgespielt und danach gesagt, okay, spielen wir wieder Borderlands 2. Da gibt's noch genug zu tun, da können wir noch ein bisschen was machen. Ich freue mich sehr auf den 3. Sehr. Für mich war der Trailer so, die ganzen alten Gesichter sehen so, oh, guck mal, der und die und oh, die sind alle da. Wie gut ist das denn? Das ist, ja, und gerade das mit der Anzahl an Waffen, das ist halt Borderlands. Da gehe ich einen Boss 4 Stunden farmen, nur damit ich die Waffe mit dem Skill drauf, mit
Feuerschaden und nicht Korrosionsschaden oder sonst was Schaden bekomme. Das ist also man muss ja dazu sagen, bei Borderlands war ja die Geschichte sehr witzig. Also das war ja wirklich, das hatte sehr viel Humor. Ja. Also wenn man über die Phase Claptrap hinaus ist, dieses verfickte Scheißding, ich habe keine Ahnung, welcher Vollidiot das programmiert hat. Du kannst es ja auch nicht leise machen, weil er erzählt dir ja auch irgendwas, was wichtig ist. Und Claptrap ist einfach so ein widerliches Scheißding. Wirklich. Man liebt ihn oder man hasst ihn. Ja, man muss ihn hassen. Widerliches Scheißding. Wenn du darüber hinauskommst, ich kann mich noch an Tiny Tina erinnern, die war super witzig. Also die Story war. DLC oder sie als Charakter? Nee, sie als Charakter war super witzig. Und wir waren dann, glaube ich, bei ihr da in dieser Garage drinne. Wo du dann diese Sachen basteln musst. Das war schon. Genau, das war schon sehr, sehr witzig. Aber diese Welt und diese Einöde von fahr hierhin und fahr dahin, irgendwann hat das nicht mehr so gezündet. Ach, so schön. Und im zweiten Teil, die DLCs sind so unglaublich gut. Bis auf das Arena-Ding habe ich gehört. War nicht was? So gut. Explosion, das muss so. Ja, naja, okay, aber die ganze Zeit in einer Arena sitzen und gegen Wellen kämpfen, finde ich jetzt nicht so anstrengend. Ist nicht nur, also es ist schon ein bisschen größer. Das war der schwächste von denen, muss man zugeben. Aber das erste mit Scarlet und das letzte von Tiny Tina, wo halt als Dungeon Master aufgebaut ist, wie ein Pen and Paper, es ist so großartig. Es ist zählt zu einem meiner absoluten Lieblingsspiele, Borderlands 2. Absolut. Ich würde trotzdem abwarten und auf Nummer sicher gehen, weil der Entwickler hat sich ja jetzt in den letzten Jahren nicht gerade mit Ruhm bekleckert, ne? Nach Borderlands 2. Deswegen, und das bezieht sich noch nicht mal nur auf Pre-Sequel. Die haben da noch ein bisschen mehr Mumpitz rausgehauen, soweit ich das hier noch in Erinnerung habe. War nicht sogar Aliens. Ich möchte jetzt gerade nichts Falsches sagen, aber wie gesagt, soweit ich das in Erinnerung habe, war der Entwickler jetzt nicht gerade sehr, sehr positiv behaftet. Deswegen abwarten, aber so viele Leute, wie sich freuen, und Gameplay haben sie, glaube ich, auch schon gezeigt, ne, oder? Nö, nicht wirklich. Ach so, nur okay. Also das, nicht wirklich. Ja. Aber das ist ein Titel, sofort vorbestellen, sofort. Ja. Da gebe ich auf niemanden was, das muss ich mir alleine angucken und dann mal schauen. Vielleicht wird's großartig. Ja. Macht nichts, wir haben jetzt nochmal Borderlands 2 ausgepackt. Vielleicht wird das Gameplay ein bisschen tighter, das wäre schön. Dass das nicht so weitläufig und öde ist zwischendurch. Aber da sind wir wieder, mit Freunden macht das wahrscheinlich super viel Spaß. Oder alleine auch. Aber ich glaube, ich werde mir das mal bei irgendwem angucken, wenn er spielt. So Dan, glaube ich, hat auch schon angekündigt, dass er vorher nochmal Borderlands 2 spielen würde. Da gucke ich mir das mal an. Aber ich selber, glaube ich, werde das nicht spielen. Also 3, ich weiß es noch nicht. Mal sehen. Das ist einfach da. Denn lieber Anno. Das ist, da zündet es dann mehr. Oder Mortal Kombat habe ich richtig Bock auf das Neue. Oh, gehen wir in den Spoiler-Alert. Ja. Oh. Ja. Wir müssen ja wechseln jetzt. Sonst quatschen wir ja noch 10 Jahre. Ein Spiel, ich weiß nicht, habt ihr schon, wie heißen das? Nee, haben wir nicht, so Mortal Kombat. Von Auto, weil das habe ich mir jetzt ein bisschen angeguckt und ich habe Bock drauf, aber ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, von Outward. Outward? Habe ich nur in anderen Streams gesehen. Ja. Ganz kurz. Aber das sieht sehr gut aus. Also es sieht nach einem Rollenspiel aus in Richtung Eurojank, also so Gothic, Elex Richtung, halt nicht zu Ende programmiert, aber sie patchen noch und sie programmieren weiter, aber so von der Grundgestaltung sieht es halt wirklich nach einem sehr, sehr schönen Rollenspiel aus. Und man kann es auch im Koop spielen wohl, relativ problemlos, was ich so gesehen habe. Und hat wohl ein paar coole Ideen drin. Also jetzt nicht irgendwie mit übertrieben viel Magie und sofort overpowered, sondern du fängst halt wirklich als kleiner Nüssel an und musst dich halt hochschlafen.
Komplett. So wie eben damals auch Gothic, was mir halt damals eigentlich Spaß gemacht hat. Du kannst am Anfang gar nichts und wirst halt ganz langsam overpowered. Also, keine Ahnung, aber gut, wenn ihr das auch noch nicht gespielt oder gesehen habt. Dann gesehen habe ich das. Ich habe mir das eine Dreiviertelstunde bei Bonjour angeguckt und habe mich gefragt, warum der Chat mich gefragt hat, ob ich das spiele. Das war meine Reaktion darauf und dann habe ich wieder ausgemacht. Es war jetzt nicht so. Ich bin halt so, also ich bin wirklich sehr extrem vorbelastet von diesem ganzen Early Access Survival TÜNEF. Und das sieht nach TÜNEF aus. Und also mein Urin hat sich in letzter Zeit nicht oft getäuscht, Sachen auszulassen. Ja, aber. Also Mechaniken sind immer ganz schön und ganz nett, aber Eurojank ist einfach Eurojank und dann ist das einfach so, nope. Für mich zumindest. Kann ja jeder zocken und geil finden, aber bei mir fällt das einfach raus so. Ich meine, ich weiß, was du meinst, deswegen bin ich da auch noch vorsichtig, aber die Sachen, die ich jetzt davon gesehen habe, sehen halt aus, so klar, da blinken Texturen, da fällt man mal durch die Welt und so, aber es sieht halt aus wie TÜNEF, wo halt wirklich Liebe hintersteckt, so. Deswegen bin ich mir noch nicht schlüssig. Also irgendwas in mir sagt mir, wenn ich es anfangen würde und es macht mir und ein bisschen mehr Zeit mir dafür nehme, könnte es tatsächlich mir sehr, sehr gut gefallen. Outward heißt das. So wird das geschrieben. Nicht Outward, Outward. Schon im Chat, der Link. Ja, danke. Also, es könnte halt auch genauso kacke sein. Deswegen, keine Ahnung. Ich meine, ich hab's bei das erste Mal, zumindest, ich habe danach noch ein bisschen weitergeguckt. Aber ich habe danach das erste Mal ach, wie heißt der denn nochmal, der Streamer hier, mit dem, der früher so ein Beanie immer anhatte, relativ bekannter Coe Carnage. Bei Coe Carnage habe ich zugeguckt und Coe Carnage könnte mir halt jedes Spiel verkaufen, so. Das einzige Spiel, was er mir nie verkaufen konnte, war Fallout 76, aber das könnte selbst Jesus Christus wahrscheinlich mir nicht als gut verkaufen, deswegen, keine Ahnung, könnte niemand. Ich glaube, manchmal, Co hat ein sehr extremes Stockholm-Syndrom. Ja. Der mag alle. Egal, wie scheiße das Spiel ist, er mag sie alle. Ne, Fallout 76 mocht er nicht. Und selbst was da. Was schon viele über Fallout sagen. Also selbst da war am Anfang, dass da noch, dass da auf jeden Fall noch so ein bisschen, wie sagt man, Empathie war. Ja. Deswegen bin ich halt, ich weiß es nicht. Ich habe heute Morgen ein bisschen noch bei Burke Black zugeguckt, der hat das halt zu zweit gespielt und es sah halt immer noch cool aus. So, du wirst halt überfallen, du stirbst aber nicht, wenn du fällst, sondern du wirst dann eben von den Leuten, die dich getötet haben, umgehauen haben, mitgenommen und landest dann halt bei denen im Kerker und musst dich da halt wieder rauskämpfen und so. So alles hat irgendwo, das Spiel speichert jede Minute einmal. Keine Ahnung, es hat ein paar coole Ansätze, die mich interessieren würden in einem Videospiel. Aber gut, vielleicht gucke ich es mir einfach selber mal an und erzähle dann in 2 Wochen oder in 4 Wochen zumindest darüber, wie ich es fand. Aber wo wir jetzt gerade von Spoiler Alert reden, es ist schon wieder ein neues Arc-DLC rausgekommen. Ist das nicht Atlas? Nee, schon noch eins. noch eins? Ja, ist kein Witz. Das heißt Outlaws of the Old West. Es ist ohne Scheiß, es ist schon wieder von einem von den Arc-Machern, also irgendwie sind die schon wieder verwurstet, kam schon wieder ein Early Access raus. Ist kein Scheiß. Es ist wirklich kein Scheiß. Das hat mir Chat erzählt, ich habe mir das angeguckt und ich wurde gefragt, ob ich das spiele. Dann hat im Zusammenhang habe ich dann mitbekommen, dass da die Leute von Atlas drin sind, von Arc drin sind. Und meinst du so, nope. Wie heißt das? Outlaws of the Old West. Ich habe das auch mal in Chat gepostet, vielleicht hat ja irgendeiner das Atlas-Syndrom. Ich versteh sowieso nicht, wer alles bei Ark mit drin hängt, weil jedes Mal, wenn ich mir die Ark-Entwickler raussuche, heißen die jedes Mal irgendwie anders. Ich bin sowieso verwirrt, wer da alles bei Ark mit drin hängt.
Um das mal kurz aufzugreifen aus dem Chat, ist kein gutes Game. Kann auch kein gutes Game sein. Sind die Argmacher? haben wir nicht aus Atlas schon gelernt? Ey, Atlas war auch super mit Freunden. Also, wenn ich einfach bei Google nach Ark suche, sagt mir Google, was jetzt nicht unbedingt die Quelle Nummer 1 ist, aber Übersicht, Entwickler von Ark Survival Evolved sind Studio Wildcard, Effecto Studios, Virtual Basement, Instinct Games und Abstraction Games. Das sind 5 Entwickler. Nee, ich glaube, das sind alles Briefkastenfirmen. Ich glaube auch. Du, ohne Scheiß. Ich glaube, das sind alles Briefkastenfirmen, damit sie so eine Scheiße machen können wie jetzt. Ja. Das ist genauso wie mit den Machern von War Z. War das War Z? Ja, War Z. Da ist irgend so ein Fuzzi drin. Wenn der Name fällt, weißt du ganz genau, dass es ein Scam ist. Und bei jeder dieser einzelnen Firma ist mir das mittlerweile egal welcher von dieser Gruppe da ist, weißt du, instant Scheiße. Ich meine ganz ehrlich, die hauen Atlas raus und jetzt kommt das gleich hinterher. Atlas ist wie alt? Ein Monat? Zwei? Ist wahrscheinlich immer noch ein riesiger Haufen Scheiße. Aber hey, wir sind ja 5 Studios. Wir sind ja 5 Studios, ne? Die damit arbeiten. Ist ja nicht alles dasselbe. Wie sind wir denn da jetzt drauf gekommen? Jank, ja. Also das Outwards, nee. Mm-mm. Können wir jetzt über Mortal Kombat reden? Ich will Mortal Kombat spielen. Ja, ich glaube, ich werde es mir auch angucken, weil es echt gut aussieht. Mortal Kombat war damals das Spiel, das mir sehr viel Angst gemacht hat als kleines Kind auf dem Super Nintendo bei großen Freunden zu Besuch. Meine Eltern sind irgendwie zu Freunden gefahren, haben mich mitgenommen und die hatten dann halt so 17, 18-jährige Söhne. Ich war, glaube ich, 9 und die haben mir dann Mortal Kombat gezeigt. Das war ein wenig verstörend bis heute. Da habe ich sehr viel Angst gehabt. Echt? Mhm. Also durch jetzt den SNES war für mich halt Street Fighter als Beat'em Up so das allererste Beat'em Up, woran ich gekommen bin. Und es war okay. Ne? Hatte Blanka sah ja so biestig aus und so, aber ansonsten, ja, die normalen Menschencharakter. Und dann gab es Mortal Kombat. Und das war damals, wenn man den die Haut abgezogen hat und dann nur noch dieser Skelettkopf da steht, weißt du, so als Fatality, war das schon so cool. 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 Das will ich spielen. Wie geht denn so ein Fatality? Und dann guckst du ins Buch rein? Nee, das gab's ja noch doch, nicht doch. In dem Buch, ne? So. Das war dann in der Zeitung. Wenn du so ein dickes, ja, in Zeitungen oder sowas, aber ansonsten, ne, vor, zurück, Kreis, nach vorne, nach hinten, mittig stehen und dann Quadrat. Und dann bist du da gestanden und hast versucht, den Charakter nicht zu schlagen, sondern deine Combo einzugeben, um Fatality, Brutality, wie hieß das, wenn man die in Babys verwandelt hat? Barbarity? Einzugeben, es war, ich glaube, den zweiten Teil, wo Sindel drin vorkam, die Mutter von Kitana. Das war so mein, oder war es der dritte? Das war mein absoluter Lieblingsteil. Und oh, Mortal Kombat gibt es jetzt seit 25 Jahren. Ich habe den 10er gespielt und ich freue mich unglaublich auf den 11er. Ne? Ich freue mich auch, die Story zu spielen. Die haben das toll gemacht. Die sind ja mit denselben, das ist derselbe Entwickler wie. Ach, wie heißt das mit den Superhelden, wo man die so durch die Injustice. Map zieht? Injustice. Es ist derselbe. Mhm. Und es ist halt so dynamisch, was du unglaublich mit der Umgebung fungieren kannst. Zudem kommt, du kannst jetzt deine Charaktere anpassen. Also von Skins, von Brutalities und. Ich bin mal gespannt, wie weit das geht und welche Charaktere letztendlich alle dabei sind. Weil ich kenne noch nicht alle. Ich habe es mir schon angeschaut. Neuen und die alten, ne? Aber es sind für mich noch nicht, ich weiß noch nicht von allen. Ich freue mich auch tierisch auf Mortal Kombat. Injustice war mega gut. Ja, war gut. Ich werde das mit dem Fighting Stick, werde ich das durchballern. Den werde ich mir schön hier vorne auf den Tisch stellen und dann geht's los. Das wird mega. Ich wünsche mir so sehr Sindel als Charakter. Sindel? Sindel.
Sindel. Ja, Sindel hatte damals lange weiße Haare mit einer schwarzen Strähne und du konntest mit den Haaren konntest du die Gegner umwickeln. Das ist eben die Mutti von Kitana. So. Mortal Kombat ist bei mir tief verankert. Ich habe eine meiner Katzen danach benannt. Es ist, ich freue mich da wahnsinnig drauf. Aber ich habe dem Chat schon gesagt, Füße stillhalten, ich glaube, etwas mehr Gewaltverherrlichenderes als Mortal Kombat fällt mir gerade nicht ein. Mir fallen ein paar Sachen ein, aber die sind alle indiziert. Halt, ja, oder ja. Gehören halt nicht als Spiel überhaupt auf den Markt. So, also es ist Mortal Kombat hat schon damals an Grenzen oder hat einfach schon Grenzen überschritten und ich glaube, es war lange Zeit in Deutschland viele Teile indiziert, oder? Ja. Ja. Ich habe es damals trotzdem auf dem Gameboy gespielt und ich habe es durchgespielt. Das ist, glaube ich, das einzige Kampfspiel, das ich jemals durchgespielt habe. Wow. Auf dem Gameboy gab es auch nur zwei Tasten. Das war ein bisschen einfacher. Ich habe sogar ein paar Fatalities hinbekommen. Ja? Ja, da bin ich auch. Also das ist, wird man wahrscheinlich üben können und. Das ist, das wird toll. Freue mich drauf. Ich werde es wahrscheinlich nicht sehr lange im Stream spielen, weil für mich Beat'em'ups eben eher zu, ne, da setzt man sich hin, spielt eine Runde durch, einmal alle Gegner mit dem einen Charakter, um irgendwas freizuschalten und dann ist auch wieder gut, dann kann man wieder was anderes spielen. Ich werde es im Stream ein bisschen spielen, aber nicht zu intensiv. Ich kann mich noch als dran erinnern, damals auf, also wirklich auf dem Amiga bei Robert, dem Nachbarn, der war auch älter, als er in seiner Marihuana-Pfeife rauchte und seine Mutter immer dachte, das waren Duftstäbchen, die so gerochen haben. und wir haben dort mit Controllern, die hatten so einen roten, die waren rot unten, rot zwei so eine Knöpfe und dann der Stick. Und darauf habe ich das damals gespielt. Ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, aber es gab noch Disketten. Und ich entsinne mich an eine Sache, da mussten wir, glaube ich, kurz vorm Fatality noch eine Diskette nachlegen. Ja, und dann musste man Diskette 11 reinschmeißen und dann konnte man das, konnte man dann loslegen. Und wir hatten damals auch so eine Zeitung, da gab es das für Street Fighter. Für Street Fighter gab es das, Mortal Kombat und irgendwas gab es da noch. Und dann standen halt wirklich in der Zeitung seitenweise diese Codes drin. Und wir saßen dann immer, zweimal links, zweimal rechts, dreimal unten, fünfmal oben, bam, 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 bam. Und nie ist irgendwas passiert. Und dann bist du drauf zugegangen. Und jetzt kommt das schönste Erlebnis, woran ich mich immer erinnern werde in Mortal Kombat. Du machst deine Moves, du stehst vor dem Gegner und dann haust du einfach ihn um. Weil du guckst gar nicht auf den Bildschirm, aber dann haust du ihn einfach um und dann denkst du so, ja, dann fick dich doch, Alter. Dann mach ich halt kein Fatality. Dann hau ich doch einfach mit einer flachen Hand um, ey. Und es war halt immer so, oh, das nee. Das Unspektakulärste, was es gibt. Ja, genau. Und vorher noch, rauf, runter. Ja. Oh, ja, jetzt hab ich's. Die letzte. Quatsch. Und der. Aber wirklich nicht mal mit einem Kick oder irgendeinem krassen Move, sondern einfach nur, bong. So am besten noch umgestupst. Ja. Ich freue mich da sehr drauf. Ich glaube, im 10er haben sie das erste Mal diese X-Ray-Ansicht gebracht, wo man dann eben sieht, reingezoomt, wie eben die Knochen und das Ganze bricht. Und es war schon damals, das sah so unglaublich gut aus. Und ich freue mich da drauf. Ja. Mortal Kombat. Ja. Ich guck's mir auch mal an. Ich weiß aber noch nicht, weil Kampfspiele, die da halte ich nie lange durch. Die spiele ich einmal und danach habe ich dann keine Lust mehr, Kombos zu lernen und sowas. Aber es sieht gut aus. Also ich werde es auf jeden Fall viel gucken. Fatality. Ja, da freue ich mich schon drauf. Freuen wir uns eigentlich alle auf Anno? Ja. Nee, ich nicht. Hm. Also ich werde es nicht spielen. Ich finde Anno großartig. Ich habe das 14.04. Mhm. 14.04. Das habe ich gespielt. Ich habe das also ich spiele solche Spiele immer erst die Kampagne, bevor ich den Sandbox-Modus spiele. Und ich hatte alles so schön aufgebaut und die sind gewachsen und floriert und irgendwann kam so ein, sorry der Ausdruck, aber es war halt so ein Arschlochschiff und hat angefangen auf meine Stadt zu schießen. Und ich so, was? Wer bist du denn? Wo kommst du denn her? Es war halt mein erstes Anno und da hatte ich gar keinen Bock drauf. Und dann hat er mir immer die Stadt zerbombt und liegt mir nicht. Ich will diese ganzen Aufbausimulationen so gerne spielen und ich schaue so gerne zu,
Aber es liegt mir überhaupt nicht. Das sind solche Sachen, wo ich mich neben meinen Mann setze und dann sage ich, und was macht das kleine Haus? Oh, und das funktioniert mit dem und so. Es ist Privatstream. Das macht unglaublich Spaß. Oder Streamer, die das alles erklären, was sie gerade machen. Ich so, oh, okay, und dann brauchst du das. Und da ist der Jäger und der Förster, der den Wald wieder aufbaut. Und das ist das, toll zum Zusehen. Mir selber liegt es leider gar nicht. Verkackter. Also ich habe ja die Beta da gespielt mit Mocker und Filmern und habe vorher schon ein bisschen selber reingeguckt und allein die hat schon unfassbar viel Spaß gemacht. Aber zum Ende hin von der Beta, und da war ja noch nicht alles freigeschaltet, da sollten ja noch super viele Tiers obendrauf kommen, wenn das Spiel rauskommt, fand ich es schon ziemlich, nicht unübersichtlich, aber halt extrem auseinandergehend, so, keine Ahnung. Ich hatte das Gefühl, dass ich schon Probleme habe, das große Ganze halt zu sehen, in dem, was ich da gerade mache. Weil ich bin dann relativ früh auf Expansion gegangen, habe mir dann noch zwei weitere Inseln geholt. Und du musst dann halt zwei Inseln noch zudem, also drei Inseln insgesamt halt im Hinterkopf behalten, weil dir jede ihren eigenen Baum hat, mit dem sie aufsteigt. Und ich freue mich extrem. Das reicht ja noch gar nicht. Bitte? Das reicht ja noch gar nicht. Ja, weil jetzt kommen ja die Exkursionen noch dazu. Ja, ja, genau. Und ich vermute mal, dass das wie bei 2070 ist, dass du dann nochmal in die Arktis gehen kannst und in den Dschungel und dann kannst du halt deine Karten noch umswitchen. Ja. Das wird sehr komplex. Ja. Ich hab kurz eine Frage. Du hast gesagt, du hast das mit den anderen zusammengespielt. Mhm. Ist das auf Multiplayer ausgelegt? Ja, ja. Das noch? Dieses Echt? Jahr. Ja, das ist wieder wie die alten. 2070 war ja nur Singleplayer und jetzt 1800 wird wieder so wie die alten. Also Endlos-Spiele kannst du machen, Multiplayer kannst du zocken. Mhm. Es wird wieder so wie damals. Aber du hast auch deine ganz normalen Missionen und das Ganze. Ja, hast du ja, auch ja, klar. Deine Kampagne. Ja, ja. Die ist aber nicht Multiplayer, die Kampagne. Nee. Ah, okay, das habe ich gemeint. Also Kampagne ist nicht Multiplayer. Okay. Nee. Da bin ich auch gespannt, wie die Kampagne ist. Aber wie gesagt, also da bin ich tatsächlich von allen Spielen, die jetzt so im April rauskommen, am gehyptesten drauf. Weil ich fand so ein bisschen, es hat sich angefühlt wie Factorio, nur halt mit dem ganzen Strategiegedöns halt noch mit dazu. Bisschen. Also mit das Gefühl hatte ich halt noch nie bei einem anderen Aufbaustrategiespiel, dass es so technisch wird zum Ende, weil du musst ja die ganze Zeit neue Ressourcen aufdecken und kannst dann wieder die Ressourcen zusammenpacken zu neuen Sachen. Klar, du hast dann nicht irgendwie Fließbänder, die dir dann irgendwas produzieren, aber du arbeitest dich halt von Technologie zu Technologie vor und viel, viel stärker noch in Anno als in anderen. Also meine Erfahrung in Echtzeitstrategie ist halt mehr Age of Empires und Warcraft 3 so. Und Anno ist immer an mir vorbeigegangen. Ich habe mir dann Anno, was war das, 1404, glaube ich, habe ich mir dann geholt bei Steam, um es mir anzugucken. Aber hatte dann eben 1800 schon in dieser Open Beta gespielt und musste dann sagen, ja, okay, die ganzen Quality of Life Änderungen, die 1800 schon reingebracht hat, die fehlen mir dann schon wieder da. Und dann habe ich es auch sein gelassen. Also gut, 1400 ist ja auch ein sehr alter Teil. Ja, ja, eben. Das aber immer noch gut. Aber es ist eben ein sehr alter Teil. Ich glaube, da wird sich in den letzten Teilen auch einiges gemacht haben, ne? So. Für mich ist 1400 das, ne? Das war super, aber Stefan. Ist nicht meine Baustelle. Man kann es übrigens noch über Steam vorbestellen, aber am Erscheinungstag verschwindet es von Steam. Gott, ich kann kotzen, ne? Wohin geht das denn? Ja, zum verfickten Epic Store, Mann. Wow, Epic nimmt sich aber viel jetzt gerade, ne? Ja, und dieser Store ist einfach ein riesiger Haufen Scheiße, ey. Oh, es geht mir so auf den Sack. Also ich muss zugeben, dass ich das sehr... Ich kenne mich mit dem Store nicht aus. Ne? Als Consolero habe ich da die Probleme nicht. Aber es wird öfter über den Epic Store gesagt, dass der nicht so... Vorteilhaft nee, gestaltet ist. Ist er auch nicht. Er hat auch die ganzen Features nicht drin. Und welche Features fehlen dir denn bei Anno? Mod-Support zum Beispiel.
Cloud-Speicher. Es gibt nicht mal einen Cloud-Speicher. Und das ist so. Nee, nicht mal das. Ein Cloud-Speicher wäre ganz toll für Safe Games. Und das gibt es nicht. Und es ist gerade zum Kotzen, dass sie sich alles unter den Nagel reißen. Und ich hoffe, dass sie ihm irgendwann vielleicht ein bisschen einlenkt. Aber denen wird das wahrscheinlich immer noch egal sein. Och, aber es ist einfach nicht, der Launcher ist einfach ein Unfall. So ein richtiger Unfall ist das. Also mir kann es egaler nicht sein, muss ich zugeben. Bei Anno möchte ich das Spiel spielen. Und ob ich jetzt Steam installiere, damit es mir Uplay installiert, oder ob ich mir Epic Game Store installiere, damit es mir Uplay installiert und ich es dann starten kann. Da hast du wieder recht, ja. Am Ende hast du da recht. Egal. Nichtsdestotrotz wirst du keinen Cloud-Speicher haben. Und früher oder später wird Epic Games halt alles nachliefern und dann bin ich froh, dass Steam nicht alles hat, sondern sich ein bisschen verteilt. Also. Ich finde den Epic Games Store wenigstens besser als Uplay, was bei Anno jetzt vollkommen wegfällt, oder halt den hier von Microsoft, den Windows Store, oder besser als Also Uplay ist übrigens Uplay ist den weit voraus schon. Ich mag Uplay nicht. Die sind denen aber schon, was Feature angeht, weiter voraus. Ja, weil sie jetzt denk doch mal nur an Satisfactory zum Beispiel. Ja. Satisfactory kriegt Mod-Support. Ja. Ich bin sehr gespannt. Wie denn? Ich auch. Da hoffe ich, dass bis dahin irgendwas Workshop-mäßiges drin ist. Es ist einfach, ich könnte kotzen. Wirklich jetzt. Ich könnte so kotzen. Andererseits, Factorio, glaube ich, braucht auch keinen Mod-Support vom Workshop, oder? Weil in Factorio hast du den Mod-Support direkt mit im Spiel. Also kann man auch so lösen, theoretisch. Kannst du auch machen, ja. Ne? Hast du dann halt deinen Browser in-game. Und wenn Satisfactory das genauso macht, ich meine, gut, du kannst jetzt Satisfactory nicht mit Factorio in der Hinsicht vergleichen, weil da werden Mods irgendwann ganz anders sein. Aber das Spiel braucht ja noch ein Jahr, bis es komplett fertig ist, wenn nicht sogar länger. Ein Jahr. Also ich hoffe, wie gesagt, meine Euphorie, oder nicht Euphorie, mein Optimismus, was den EGS betrifft, liegt halt darin begründet, dass ich hoffe, dass die ganzen Funktionen, die mir da jetzt noch fehlen, alle nachgeliefert werden. Dieses User-Review-Gedönse können sie von mir aus komplett weglassen. Das brauche ich nicht in einem Store. Also ich brauche da keine 97% positive Reviews oder sowas, weil die meistens sowieso für den Arsch sind. Aber ein Work, wie ist das, Workshop? Ja, Workshop, was Steam halt hat, das fehlt mir. Und klar, Begrenzung von Download-Geschwindigkeit fehlt mir auch sehr. Ich hoffe, dass jemand von Epic gerade zuhört. So. Wer soll dir denn da zuhören? Weiß ich nicht. Irgendjemand, der bei Epic arbeitet. Ja, der kann mal seinem Chef sagen, dass er nicht so bescheuerte Interviews geben soll. Oh, es ist nicht wichtig, dass ein Launcher Feature hat, sondern die Games sind wichtig. Das kannst du reinschlagen. Ey, ohne Scheiß, in so eine Aussage kannst du nur reinhauen. Es ist überhaupt nicht wichtig. Und wenn man mal, und das sage ich jetzt mal ganz kurz aus eigener Erfahrung, wenn man mal weiß, wie es ist, keinen Cloud-Speicher zu haben und dir auf einmal so 30 Stunden Spielstand einfach flöten gehen, dann ist das sehr fragwürdig in 2019, dass dieses Feature nicht da ist, beispielsweise. Nur so als Idee. Oder dass das Ding aussieht wie, weiß ich nicht, als wenn da ein Hahn durch einen Stall Hühner durchgelaufen ist, so. I don't know. Am Ende bin ich da so wie du, Slappy, und das muss ich auch sagen, ich sehe das immer aus zwei Perspektiven. Am Ende werden wir es uns da sowieso kaufen, weil wir es spielen wollen. Nichtsdestotrotz ist es einfach, Und wir werden es spielen können, und das ist die Funktion, die ich mir von dem Launcher erwünsche. Und 2004 haben alle rumgeheult, dass sie Steam installieren müssen, wenn sie Half-Life 2 spielen wollen oder Counter-Strike Source oder wie sie damals hießen. Heute heulen alle rum, weil sie Epic Game Store installieren müssen. In 10 Jahren heulen alle rum, weil sie, weiß ich nicht, den Pornhub-Launcher launchen müssen, weil sie Videospiele spielen wollen.
Also. Das ist halt der Lauf der Dinge. Bin so enttäuscht, dass die das alle machen, Alter. Oh, das geht mir so auf die Eier, ne? Das hat auch schon nichts mehr mit Konkurrenz zu tun, so. Das ist einfach total, es ist einfach nass. So, dieses, der, ganz viele, und du kannst den Leuten das ja auch immer nicht vorhalten. Das ist ja das Problem. Du kannst ja den Game-Entwicklern nicht vorhalten, dass sie da zurücktreten, weil du ja bei Epic mehr Geld verdienst. Also du kriegst ja einen anderen Cut. Oh, aber dieses Ganze, ey, wir bringen das auf Steam, wir bringen das auf Steam und 2 Wochen vorher, oh, sorry, Leute, nee, wir bringen das doch nicht mehr auf Steam. Und das ist halt so, das ist ein Dickmove. Das ist halt ein Dickmove. Denn sollen sie gleich von Anfang an sagen, ey, okay, wir sind noch nicht fertig mit Verhandeln mit Epic und nicht 2 Wochen vorher sagen, gut, so ab 16.04. könnt ihr das nicht mehr kaufen, dann ist das weg von Steam. Und das ist jetzt halt, das ist das einzige Problem, dass es halt viel zu häufig passiert. Und dass du genau an der Stelle siehst, und das ist halt offensichtlich dann, da geht es dann nicht mehr darum, dass dein Spiel rauskommt, sondern da geht es einfach nur um den Cut. So, und anstatt einfach zu sagen, ey, okay, warum verdienen wir nicht einfach überall Geld und stecken das in jede Plattform rein? I don't know. Weiß ich nicht. Und das finde ich halt ultra scheiße. Das ist halt, ich kann das verstehen, und da bin ich auch bei jedem Entwickler, die sollen alle vernünftig entlöhnt werden und die sollen alle Geld verdienen. Aber meine Fresse, wenn ich doch was ankündige, dann ziehe ich doch nicht. Das ist wie beim Sex, Mann. Ich ziehe doch nicht einfach kurz vorher raus. Nee, mache ich nicht. Dann lasse ich doch da drinne. Und gerade bei den großen und schweren Jungs, die jetzt einfach sagen, ja gut, weißt du, dann gehen wir halt einfach nicht zu Steam. Dann lassen wir das halt einfach fertig. Und so wird das aber immer weitergehen. Und jetzt sind Spiele angekündigt und ja, kommt auf Steam und kommt hier, kommt da, kommt tralala. Und irgendwann heißt es dann wieder, ja, dann halt nicht, ne? Das Problem an der Sache ist, ich denke auch nicht, dass das deren Ruf schadet, weil den meisten Leuten das einfach egal ist. Und das finde ich halt ein bisschen kritisch so. Und gerade bei Anno finde ich es noch viel, viel kritischer. Und ich habe es mir glücklicherweise bei Steam gekauft. Aber das ist halt so dieses Forcieren. Also es wird halt forciert, dass Leute jetzt gerade noch unbedingt bei Steam das kaufen. Jetzt. Nur jetzt noch bis 15. Und dann ist es weg. Schwieriges Thema. Gerade mit dem beschissenen Kacklauncher da. Dieser Unfall. Weißt du, wie viele Spieler Epic den Epic Games Store installiert haben, aber Steam noch nie einen Account erstellt haben? Nee, weiß ich nicht, sag mal. Sehr, sehr viele. Was denn Ich die habe die Zahl? Zahlen jetzt gerade nicht im Kopf, aber es sind sehr, sehr viele. Bedingt durch Fortnite. Und da ist eine sehr, Oh, sehr come große on. Masse Come on, die an. Leute zählen doch gar nicht als Gamer, meine Fresse. Die haben doch Doch. vorher noch nie ein Computerspiel gesehen. Das ist aber Das Epic hat Drake und den gespielt und Entwicklern Ninja. scheißegal. Was? Weil die haben jetzt den Launcher installiert auf ihrem PC und die werden sich da umgucken nach neuen Spielen. Du wirst doch aber trotzdem auf Steam immer noch viel mehr Leute erreichen. Da Ja, ist doch die natürlich wirst Base du auf viel, viel Steam größer. Was ist viel das für ein mehr Leute Argument? erreichen. Was ist das für ein Argument? Es ist einfach, Aber. nee, weißt du, was dahinter steckt? Da steckt Epic dahinter, die einfach mal so macht und sagt, ja, wir machen Konkurrenz, wir haben die Ja, Kohle, wir können euch einen natürlich. größeren Cut geben und dann ziehen wir sie alle rüber. Ja. Ja. Das ist das, was da gerade passiert. Das hat nichts damit zu tun, dass du da mehr Leute erreichst. Nee, da ist einfach jemand, der da oben sitzt, Ich sag, viel Geld in der Tasche zusätzliches hat. Argument ist das aber nicht unter den Tisch zu kehren, dass halt sehr, sehr viele von eben der wichtigen Altersgruppe bei Epic Games Store sind. So, was die 33-Jährigen in ihren Talkshows erzählen, das ist Epic vollkommen scheißegal, weil die 33-Jährigen Das nur ein Geld ganz, haben. ganz kleiner Teil sind. Und die aber Na, das Geld das haben. Geld. Das Geld hat Papi von Kevin, der die letzten 3 Monate Fortnite gespielt hat und endlich auf seinem Gaming-Rechner, den er sich extra für Fortnite gekauft hat, mal was Neues zocken will. Und Hans, Kevins Papa, kauft es ihm eben. Weil er endlich mal was Neues braucht. Von Steam hat Kevin noch nie was gehört. Aber Epic Games Store hat er installiert. Ich sage jetzt nicht, dass das der Hauptgrund ist. Der Hauptgrund ist, weil Epic ordentlich Fortnite-Money dahin schaufelt und manche Entwickler theoretisch überhaupt ihr Spiel gar nicht verkaufen müssten, weil sie genug von Epic bekommen haben, damit sie den Break-Even-Point erreicht haben. Die Geschichten gibt es auch.
Aber das kommt dann noch halt hinzu. Und komm mal als relativ unbekanntes Spiel bei Steam nach ganz oben im Algorithmus und werd irgendwie bekannt da drin. So. Bei dem ganzen Scheiß, den Steam da rauslässt pro Tag. Bei Epic gibt es momentan viel, viel bessere Chancen, auf die Frontpage zu kommen. Weil die momentan zumindest noch per Hand wie heißt das? Weiß ich nicht mehr, wie das heißt. Per Hand erstellt wird. So. Hast du eine Zahl für die Nutzer? Ich habe gerade gegoogelt. Ich hatte gerade eine Zahl, dass Subnautica, als es kostenlos war, 4,5 Millionen Mal runtergeladen worden ist. Die Zahl ist schon ewig alt. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo die Zahl war. Ich finde keine Nutzerzahl. Also laut PC Gamer vom 21. März 2019 haben 40% der Epic Game Store User kein Steam. Jetzt nur die Überschrift. Keine Ahnung. Und auf der Games Developer Conference hat Epic gesagt, dass 85 Millionen Menschen schon den Epic Game Store runtergeladen haben. Und ihn nutzen. Das ist natürlich eigene Angaben von denen. Also, ne? Ich dachte nur, dass man das halt auch nicht vergessen sollte. Im Dezember waren es 85 Millionen. Ja. So. Mit den ganzen Exclusives, mit denen sie Leute von Steam rüberholen, werden es nicht weniger geworden sein. Mit Satisfactory, Metro und so weiter. Alter, meine Fresse, Internetseiten, wo die Werbung aufpoppt und du einfach nur Werbung hast und die Scheiße bestätigen musst. Nee, dann verpiss dich, Mann. Wirklich, Entschuldigung. Mann. Also laut Statistik, das kann ich ja fast nicht glauben, im Oktober hatte Steam einen Peak von 18,5 Millionen Benutzer. Peak heißt, wie viele jetzt gerade was auf Steam spielen. Wahrscheinlich, ja. Number of users in millions. Numbers of peak concurrent Steam users from November 2012 to 2018. 18,5 Millionen. Das kann ich mir ja fast nicht vorstellen. Aber laut Steams eigenen Aussagen sind wir gerade bei 15 Millionen und Peak ist 17. Aber das ist concurrent. Also das ist wirklich wie viel gleichzeitig? Ja. Also ich finde so auf die Schnelle keine Zahl, wie viel User du damit erreichen kannst. Auch hier, warte mal, Steam Stats 2019. Steam bist du bei 27 Millionen. Registrierte Leute, und da sind wir jetzt, das, was wir ja eben gerade hatten, sind 85 Millionen und 125 Millionen bei Steam. Also ich habe hier eine Zahl, dass es 90 Millionen bei Steam sind, die halt aktiv sind. Also die letzte Zahl, die geupdatet wurde, sind 2018. 1.10. sind 125 Millionen registrierte Benutzer bei Steam. Ja. Ich kann mir auch bei weitem nicht vorstellen, dass Epic durch Fortnite mehr Benutzer hat als Steam. Kann ich mir nicht vorstellen. Wir reden hier von den jungen Leuten, ne? Ja, und die jungen Leute sind die, bei denen das Geld liegt. Das war schon immer so. Bei Unterhaltungsmedien. Deswegen Marvel-Filme nicht ab 18 sind, sondern immer relativ weich gespült sind. Und Disney-Filme und Star Wars und so weiter.
Also wir sind nicht wichtig mehr. Das dürfen wir nicht vergessen. So, wir dürfen die schönen Spiele immer noch spielen. Es gibt genug coole Spiele. Aber das Geld liegt woanders. Nee, das Geld liegt bei Mami und Papi. Bei Fortnite, ja. Kevin. Genau. Ja, Fortnite war es möglich. Aber es war halt früher auf Viva schon so, als wir 13 waren. Deswegen war da die Kohle und die ganzen Bravo-Leser und weiß ich nicht. Und heute ist es halt Fortnite. Früher, als ich zur Schule gegangen bin, war es halt World of Warcraft und vorher Counter-Strike. Da war die Kohle. Nicht bei Baldur's Gate. Obwohl da auch viel Geld bestimmt mitgemacht worden ist. Aber von daher, ja. Ne? Ist halt wieder so eine rein faktische Rechnung. Ich bin halt davon nicht überzeugt, weil 250 Millionen, das kann Epic sicher alles schön machen so und sie leben auch von ihren Wahlen, die sich da die Skins kaufen. Aber hey, Kevin, Mann, der hat doch gar keine Ahnung, was ein Computerspiel überhaupt ist. So. Also, aber Kevin wird ja auch erwachsen. Ja, natürlich, klar. So. Aber das hat er jetzt gerade, das ist, ja, du hast schon recht, das ist halt ein währender Prozess, leider so. Gottes. Schaut, wie lange war hier PUBG? Und alle waren PUBG, PUBG. Und dann auf einmal so, okay. Jetzt PUBG ist immer noch eins der meistverkauftesten Spiele. Jetzt ist es Fortnite. So. Und jetzt wartest du und dann geht das genauso vorbei wie alles andere und es kommt Neues. Es ist Fortnite kostet halt kein Geld zum Kaufen, deswegen ist es halt nicht eins der meistverkauftesten. Aber wenn du dir die Charts anguckst von den meistverkauftesten Spielen weltweit, dann wirst du da immer noch GTA 5 ganz oben finden. Du wirst da immer noch ein FIFA ganz oben finden, beziehungsweise in Nordamerika halt Madden. Und du wirst da immer noch PUBG drin finden, weil es immer noch gekauft wird wie warme Semmeln. Und wir haben mit den Leuten, die das heute noch kaufen, eigentlich gar nichts zu tun. Aber die Leute gibt es und die Leute sind eben für Epic, für. Ja, aber du kannst nicht sagen, dass sie eben nur das. Die haben vielleicht haben die sich eben auch einen FIFA geholt oder so. Es ist ja nicht das Einzige, was sie spielen. Ja. So, nur weil ich damals ein Zelda-Maniac war, hieß es nicht, dass ich mir auch nicht ein Mortal Kombat gespielt habe oder eben. Keine Ahnung. Super Mario. So. Ja. Tetris. Ist übrigens immer noch das meistverkaufteste Spiel der Welt. Ist es nicht das andere, was mit der Wii damals verkauft worden ist, wo man Wii so Sports, muss? Nee, Wii Sport ist, glaube ich, auf 5 oder 4 oder so. Davor ist halt, ich glaube, GTA 5 und Tetris, soweit ich weiß. Ich hatte Tetris. Ich glaube, ich habe es immer noch. Jeder hat Tetris. Irgendwo hat jeder Tetris, glaube ich. Ich meine, am Ende ist es klug, was Epic macht, nicht? Ja. Kannst du nicht anders sagen. Das Schlimme ist halt, dass das keinen interessiert. Das finde ich so doof. Das meisteste verkaufteste. So. Das meistverkaufteste. Nein, das meisteste verkaufteste. Ja, sonst wäre es Fortnite. Aber Fortnite ist ja umsonst. Also das wird da ja nicht aufgezählt. Weil du kannst es ja auf jedem Drecksdevice spielen, was es gibt. Das ist ja clever. Und das können sie ja jetzt eben machen. Genau deswegen können sie ja diesen TÜNF machen, den sie gerade machen. Weil die weißt ganzen, du? Was denn? Weißt du, wo es diesen TÜNF nicht gibt? Bei PlayStation 4 exklusiven Titeln. Was, Fortnite? Nein. Ich versuche die Kurve zu bekommen. Ach so, der ist gone. Oh, das regt mich so auf, Entschuldigung. Da wäre ich mir fuchsig. Ich kann das nicht haben. Ich hasse diese Scheiße. Der ist gone, wird toll, ja. Bin ich mir nie so sicher. Ich bin sehr gespannt auf Days Gone. Ich bin auf dieses Spiel heiß seit dem E3-Trailer von vor 2 oder 3 Jahren. Ich bin mir gerade unsicher. Ich habe vor kurzem noch gedacht, dass Days Gone wird ein bisschen wie The Last of Us. Aber jetzt höre ich, dass es Open World ist. Ich bin super gespannt, was daraus kommt. Ich bin gespannt, ja, aber ich habe nicht so viel Hoffnung, muss ich zugeben. Ich schon. Also, ich glaube, da wird sicher eine tolle Story runtergerissen, die einfach, glaube ich schon. Ich bin da so ein bisschen, also es könnte mich überraschen, wie Detroit mich überrascht hat. Bei dem war ich auch sehr zurückhaltend und es kam und es war fantastisch und es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Aber es könnte halt auch so ein Horizon Zero Dawn werden, wo es sehr, sehr gehypt war. Fantastisch war. Und viele für fantastisch halten und ich für den einen der größten Müllspiele des Jahres gehalten habe. Also, es könnte beides sein, tatsächlich. Deswegen mal abwarten. Ich bin da sehr gespannt drauf. Days Gone ist doch von Naughty Dog, oder nicht? Nein. Nee, Days nicht Gone von, ist von einem Entwickler, der Studio. Nicht sehr viel bis jetzt rausgebracht. Haben die nicht? Wir haben Uncharted Gold Abyss, das ist für die Vita gewesen, rausgebracht. Ja. Und zwei PSP-Titel. Residenza. Also ich freue mich auch drauf. Bin gespannt, was das kann. Also ich bin wirklich sehr gespannt, was das kann. Mhm. Ja. Da gehe ich so ganz ohne, ich freue mich einfach auf dieses Spiel. Gucken, was passiert. Wird man seinen Spaß dran haben? Wie Open World ist es? Und was wird mir da serviert? Mal schauen. Da freue ich mich sehr drauf. Also ich bin sehr gespannt drauf. Freuen ist zu viel, weil dann würde auch heißen, dass ich da schon etwas mehr wüsste. Ich bin einfach sehr, sehr, sehr gespannt. Thorsten gerade so angestrengt. Ich will rausfinden, wen Jax als Lappen tituliert hat, damit ich ihn bannen kann. Weil das dulde ich nicht. Und das weiß er selber auch. Und genau deswegen. Ich glaube, hat geschrieben, dass Days Gone so eine Blase wird wie Red Dead Redemption 2. Was soll das heißen, so eine Blase? Naja, Fanta ist halt nicht gut. Red Dead Redemption ist halt so eine Sache, die sehr auseinander, also die Spielerschaft auseinandergerissen hat. Die einen fanden es unfassbar gut, tagelang jagen zu gehen und die anderen sind halt eingepennt dabei. Ja. Ich fand es stinklangweilig. Ich bin so dazwischen. Mir hat es auch Spaß gemacht, jagen zu gehen, aber die Story hat mich gar nicht mitgenommen. Aber Geschmäcker sind verschieden. Und deswegen jemanden als Lappen zu titulieren. Hat sich erledigt. Aber Days Gone, also ich hab mir auch nichts wirklich angeguckt. Ich mag ja eigentlich dieses Szenario. Ich habe nur so das Gefühl, dass das eventuell ein bisschen dröch werden wird. Also ich hoffe, dass es nicht so dröch wird, wie man sich das eventuell vorstellt. Gucken wir mal. Es ist ja PS4-exclusive, richtig? Ja. Müsst ihr euch keine Sorgen machen über irgendwelche Launcher. Sagen wir uns, nee, darum geht's ja gar nicht, aber meistens kann man ja sagen, dass die Exklusivtitel gut sind, weil Sony gute Sachen pickt. So. Gucken wir mal. Vielleicht kommt es ja auch dieses Jahr noch im Epic Launcher. Ich meine, es ist ja noch 2 Wochen hin und vielleicht kommt ja dann noch, oh, hey, we are proud to announce, you can buy it on the Epic Launcher. Ich fände es gut, wenn es den Epic Launcher auf der PS4 gibt. Das würde ich auch raten. Irgendwie wäre es schon lustig. Aber da muss ich Chat auch exklusiv über den Epic Launcher auf der PS4 für die PS4 kaufen können. Ja, das wäre so gut. Wenn das Ding Achievement hat. Nee, hat's nicht. Hat's nicht, hat keine Funktion. Es hat keine Funktion außer Kaufs. Dann würde ich es, wie habe ich das bei mir im Chat gelesen, noch nicht mal mehr mit dem Arsch anschauen. So. God of War 2 wird ein Epic Store Exclusive. Ah, geil. Aber hey, mal kurz das, was der Chat dazu gesagt hat. Ich glaube auch nicht, dass Sony enttäuschen wird. Ich kann mir nur vorstellen, dass es eben einem entweder gefällt oder eben nicht gefällt. Slabby mag keine Alloy. Ich fand's großartig. Ich hatte mega Spaß bei dem Spiel. Und vielleicht ist es hier so, dass alle sagen, oh mein Gott, Days Gone. Und ich so, lass mich da absolut überraschen. Freue mich da aber. Ja, doch. Mich irritiert so diese Kombination aus Zombies und Motorradgang. Das ist so, Herder, Murka.
mit Zombies. So. Das sehe ich da drin. Weißt du, Born to be Wild. Ich sehe da Romantik. Keine Motorradgang. Nur weil ich einmal zwei Kerle nebeneinander fahren sehen habe, ist das für mich noch keine Motorradgang. Ich glaube, man wird da Motorrad fahren. Ja, ja, aber das ist doch noch keine Motorradgang. Aber der Typ hat so ein Bandana an. Ja, und damit wow. Die Haare nach hinten. Ehrlich? Slabby, Alter. Ja, also jetzt mal Bill. Das ist nur mein Bild, was ich davon habe. Ich bin ja, ne, ich lass mich überraschen. Wenn es gut ist, dann spiele ich's. Aber Moped King ist doch, weißt du, Gang fängt erst ab 3 Leute an. Das weißt du, ja? Ja. So. Also ist das wahrscheinlich Mofa-Kumpels. Ich sitze hier manchmal auch mit dem Harley-Davidson-Pulli. Das heißt ja nicht, dass ich was? Moped-Fahrer so finde, aber hä? Wenn du den anhast, findest du die Motorradfahrer doof? Nein, eben nicht. Ja, hast du das nicht andersrum gesagt gerade? Nein, das heißt ja nicht, dass ich die doof finde. Aber die Kombination aus Zombies und Motorrad finde ich halt so ein bisschen komisch. Ja, findest du mit Pferd besser? Also Harley-Davidson-Motorrad. Klar, Pferd ist immer geiler, sagen. Ja, schnelles Essen. Lecker. Ich finde die Idee eigentlich ganz schlau mit dem Motorrad. Bist du viel wendiger, bist du viel flotter unterwegs? Ich glaube, Slabby hat lieber ein Fahrrad. Ja. Schön. Der Zombie kommt. War in Trials Fusion. Trials Rising war das Fahrrad das Beste. Besser als jedes Motorrad, ja, wollte ich nur kurz sagen. Stimmt. Wie weit bist du eigentlich gekommen in Trials? Ich? Ja. Nachdem ich wieder grinden musste, habe ich es ausgemacht. Ah, okay. Also ich habe die Extreme-Strecken nicht gesehen. Das fand ich dann nicht mehr schön. Ich habe die Extremstrecken auf Gold gebracht und habe dann die Ninja-Strecken nur 2 Stück gesehen. Bei der zweiten habe ich dann aufgehört. Aber da war, Ja, dieses, weiß ich nicht, das hochgefahren wir da. Wenn man da einmal durch ist, ist es aber wieder cool, weil die Extremstrecken, danach kommt nicht mehr viel. Da kann man auch alles andere links liegen lassen. Da geht es dann wirklich nur noch um Medaillen. Aber die Ninja-Strecken sind schon nicht ohne. Mal gucken, was sie noch so als DLCs rausbringen. Aber du hast doch noch wieder sehr exquisite Spiele auf dem Zettel für den nächsten Monat, oder nicht? Ich? Ja. Aber ich habe nur noch so ein paar Re-Releases halt aufgeschrieben, damit ich habe auch noch ein, zwei, also von dem her. Damit ja, man die nicht. Aber Slabby hatte ja, glaube ich, noch gar keins. Genau. Deswegen. Ich hatte noch gar keins? Ja, gut, wir haben über 2 Stück geredet von uns, von mir. Also Mortal Kombat und Anno haben wir ja schon drüber geredet. Jetzt nenn doch mal dein eigenes, was kein Mensch kennt. Na, Moment. Was? Sally und ich haben das schon durchgespielt. Ja. Also Hopp. Ja, ne, kommt durch. Auf die Switch nochmal raus, obwohl das Studio leider schon geschlossen hat. So, das hat sich ein anderes Studio hat sich dessen angenommen und bringt es halt auf die Switch nochmal. Für die Leute, die es halt noch nicht gezockt haben auf der PS4 oder auf dem PC, kann ich nur empfehlen, war ein sehr, sehr cooles Spiel. So ein bisschen auf Zelda, halb 3D. Also, es ist zwar 3D, aber es ist auch von oben drauf geguckt und macht für die, ich glaube, 7-8 Stunden, die man da hat. An Story, macht es echt viel, viel Spaß. Ich bin sehr, sehr traurig, dass das Studio halt damit nicht den Erfolg hatte und dann trotzdem geschlossen wurde, weil das Spiel echt gut war. HOB, genau wie Andi schreibt im Chat, Hopp, kann ich nur empfehlen. Ja, und Cuphead kommt auf die Switch. Ja, lass uns mal über Hopp kurz reden. Achso, okay, sorry. So, sonst kann ich auch aufzählen, was noch alles für die PlayStation einfach ist. Ja, ich wollte das nur schnell machen, weil es halt Re-Releases sind. Ja, und da können wir ja kurz drüber reden. Ich weiß, dass ich Hopp gespielt habe. Es gab eine Sache, die mich sehr geärgert hat bei Hopp. Und das war, irgendwas mit der Steuerung hatte mich. Irgendwas war da, was mich unglaublich gefuchst hat bei diesem Spiel. Es war sehr schön, wir haben es durchgespielt. Aber es gab da ein Performance-Problem. Irgendwas war das. Komm nicht mehr drauf. Da habe ich mich sehr geärgert. Aber ansonsten sah es hübsch aus. Schöne Funktionen gehabt. Viel suchen. Viel sammeln, viel entdecken, wenn man möchte. Und eine schöne Story, die halt wirklich nicht so lapidar war, geh in das Dungeon, mach das, sondern es war abwechslungsreich so. Du hast halt erst nach 5 Stunden irgendwie rausgefunden, was in der Welt eigentlich los ist und warum das alles so komisch aussieht, wie es aussieht. Ja, das hast du auch mitbekommen. Soweit warst du auch. Hab ich vergessen. Ne? Es sieht halt cool aus, wenn du diese zum ersten Mal die Welt nach oben schickst und so. Absolut. Also, es ist ein hübsches Spiel. Ist es. Jump'n'Run,
wie gesagt, 3D, aber von oben. Mhm. Ja. Cuphead? Ja, und Cuphead kommt auf die Switch. So, ich überlege, ob ich es mir vielleicht auf der Switch auch nochmal hole und dann durchspiele, weil im April kommt jetzt nicht so viel, außer Anno wird halt wirklich so ein Reißer, wie ich erwarte. Kommt halt 2 Tage nach Anno, deswegen mal gucken. Aber so auf einer Zugreise nochmal Cuphead zu spielen und auf einer Zugreise? Wo willst du hin? Nach Berlin zum Beispiel. TwitchCon. Obwohl, nee, das ist. Doch, das ist das Wochenende, ne? Findet die TwitchCon 18.04. echt statt? Da ist die TwitchCon, glaube ich, gerade. 17. 18. glaube ich. Oh. Woche vorher. Oder? Woche vorher, 13. 14. Ach so, okay. Ja, nee, dann kommt das leider zu spät. Schade. Ah ja, tatsächlich, 13. 14. Du. Ach ja, wir fahren nicht Zug, ich fahre Auto, stimmt. Ja, richtig. Ja, dann trotzdem. Vielleicht. Mal gucken, wie die Performance sein wird auf der Switch. Aber sollte eigentlich auch relativ flüssig laufen. Und abgesehen davon, ich meine, was soll man über Cuphead sagen? Es ist das beste Jump'n'Run der letzten Jahre. Mehr oder weniger. 2D-Jump'n'Run. Das ist mir zu schwer. Das habe ich nie gespielt. Aber ich sehe schon, dass es mir zu schwer ist. Das ist wo ich sage so, nein, da gucke ich gerne zu. Das kann ich nicht. Bin ich nicht der Typ für. Ich habe dieses periphere Sehen nicht, wenn so 1000 Sachen auf mich zukommen und ich da passend ausweichen muss. Aber es sieht toll aus. Der Stil ist so unglaublich schön von Cuphead. Und der Soundtrack ist verdammt gut. Den kann ich mich überhaupt nicht erinnern, muss ich zugeben. Swing. So richtig guter Big Band Swing die ganze Zeit. Den höre ich manchmal auf dem Handy irgendwie, wenn ich Auto fahre oder so. Gebe ich den mir manchmal, weil der so gut ist. Ich habe noch einen schönen Relaunch für die PlayStation 4. Und zwar, wenn ihr alle fertig seid mit Farm Together und da eure 100% habt, ja, und dann gibt's da halt nichts mehr, außer Zeit reinzustecken, kommt jetzt für die PlayStation My Time In, und das heißt, wurde mir gesagt, Porschia. Nicht Portia, wie ich es sage, sonst Porschia. Fährt man da Porsche? Ja, keine Ahnung. Es heißt so, Porsche. Ich sage es Portia, man sagt nicht Portia. Ich sag eigentlich Portia. Aber im Game heißt es dann Porschia. Ein Aufbauspiel, es ist dasselbe in grün. Nur in hübsch. In sehr hübsch. Es sieht echt toll aus. Farm Together ist auch sehr hübsch. Ja, ne? Kann ich nachher noch mal kurz nach den Blaubeeren schauen. Oh. Ja, nur kurz. Nur kurz. Dann pflanze ich schon ein bisschen was. Ich dachte, nein. Ich bin schon schlimm mit Satisfactory, aber. Also ich logge mich zum Beispiel offstream da nicht ein. Ihr auch nicht, oder? Ich habe das 20 Stunden nur offstream gespielt. Ich spiele also total viel offstream. Ich muss noch mal kurz nachgucken und neu sehen und kurz. Was kurz ist, meistens eine Stunde oder zwei. Aber ich muss halt kurz, damit für den nächsten Tag wieder. Die Fische angeln. Ja, ist schrecklich. Ich guck mal rein, wenn ich Satisfactory durch habe. Wird dir nicht gefallen? Nee? Glaube ich auch nicht. Nein. Sieht so bunt. Das war auch ein Witz. Ironie. Ja. Und dann kommt noch für die PlayStation, es heißt Fate to Silence. Das habe ich auf der DreamHack gesehen gehabt. Das ist ein Survival-Adventure, was man alleine oder im Coop spielen kann. Es spielt in einer vereisten Welt. Man hat Bossgegner größere und das sieht ganz spannend aus. Es erscheint am 30. April. Wird es auch für Xbox und Windows, also für... ich sag mal Windows, weil ich weiß nicht, auf welchem Launcher es ist. Aktuell auf Steam. Ich glaube, es bleibt auf Steam. Dafür hat es einen zu kleinen Namen, dass da Epic, glaube ich, Kohle reinsteckt, glaube ich. Aber man weiß ja nie. Können ja vielleicht auch mal auf beiden Launchern rausbringen, ne? Das muss ja nicht gleich exklusiv sein. Das wäre toll. Konnte man nicht Division 2 auch auf beiden kaufen? Das weiß ich nicht. Also wie gesagt, Einzel- oder eben Coop Survival Adventure. Und ich bin auf diesen Coop-Modus bin ich etwas gespannt. Und zwar standen nämlich Divi und ich, wir standen da davor und haben gesagt so, das könnte etwas sein, was wir vielleicht zusammenspielen, wo wir Spaß dran haben könnten. Da haben wir ein Auge drauf geworfen. Das sieht gut aus. Survival aus Deutschland. Genau, Black Forest Games.
Und der Publisher ist THQ Nordic. Warum nennen sie sich nicht Schwarzwald-Spiele? Schwarzwald-Games? Jeder weiß Bescheid. It's German Engineering. Motherfuckers. Okay, gut. Dann ist der Monat aber auch schon rum. Ob im Englischen... Hey, wie heißt Schwarzwälder Kirschtorte auf Englisch? Black Forest Cherry Cake. Heißt sie wirklich so? Keine Ahnung. Heißt sie nicht Schwarzwälder? Ja, die wird nicht übersetzt. Doch, nämlich bayerische Creme heißt nämlich wirklich Bavarian Cream. Also, ne? Black Forest Arschfrequenz. Das ist auch geil. Den Anfang lässt du und das Ende übersetzt du. Ach ja. German Engineering. On a very high Niveau. Ich weiß absolut nicht, aber ich glaube, einige Sachen werden nicht eingedeutscht. Weil Schwarzwälder Kirschtorte ist ja ein Eigenname, oder? Deshalb frage ich mich gerade. Ja, jetzt sagen dann alle Schwarzwälder Kirschtorte. Ja, oder? Klar, Schwarzenegger-Torte hätte ich gerne. Schwarzenegger-Torte. Ah. Can I have a piece of Arnold? Das wäre auch geil. Gehst du back? Can I have a piece of Arnold? Was willst du? Schwarzwälder Kirschtorte. Was ich auch noch für die PlayStation heute habe, ist Deponia. Deponia wird es als komplett Collectors Edition auf Disc geben. Und zwar am 24. April. Da sind alle vier Deponia-Teile drauf für die Konsole. Also entweder schaut ihr, dass ihr das im Store, ist glaube ich momentan auch im Angebot, günstig im Store schießt. Oder eben, ich möchte es halt gerne als Disc-Version haben. Das erscheint auch. Wirst du denn nochmal alle Teile spielen? Ich habe noch gar keinen Teil gespielt. Oh. Ich kenne Deponia nicht und habe extra auf diese Collectors Edition gewartet, ich bin nicht so der Point-and-Click. Sind Spiele, die liegen mir nicht so, machen mir vielleicht nicht so viel Spaß, außer die ganz, ganz alten Saga-Sachen, also wie zum Beispiel Monkey Island habe ich gespielt. Ansonsten fehlt mir oft eben die so stark entschleunigt Point-and-Clicks. Das ist wahrscheinlich Sinn der Sache. Aber es gehört nun mal zu den Point-and-Click, oder Click-and-Point, ich sag's immer falsch, die am bekanntesten sind. Und neben Edna bricht aus, was mich halt unglaublich interessieren würde, ist es Deponia. 24. April als Disc-Version, komplett Collector für PlayStation 4. Also ich habe die ersten drei gespielt und das vierte nicht mehr. Okay. Hat ja keinen Spaß mehr gemacht. Sie sind super. Irgendwann reicht's aber auch. Würde ich sagen. Aber ich denke mal, du wirst sie ganz toll finden. Weil sie sind auch ganz toll. Sollen super witzig sein. Mhm. Aber ich werde da so einen Teil da mal spielen und dann wird's lange dauern, bis ich mal wieder, ja, weil ansonsten ist mir das so... Ja, dann passt das auf jeden Fall. Also ich habe halt sehr viel am Stück gespielt und ich fand's dann irgendwann nervig. Aber das witzigste Point and Click, was ich bis jetzt gespielt habe, war Leisure Suit Larry mit Bad Dreams Come True. Also ich meine, The Book of Unwritten Tales war witzig, war wirklich gut, 1 und 2. Und Deponia auch, aber Leisure Suit Larry war, das war mega. Ich glaube, Larry waren so die ersten Spiele, wo ich so ein bisschen, die ja so angesext schon früher waren, wo ich das erste Mal ein Computerspiel gesehen habe, was so angesext war. So, oh, was ist das denn? Ich glaube, da sind wir gerade von der Grundschule eine Stufe höher gekommen. So, oh, kann man Kondome anklicken und sowas. Ich weiß nicht, uralter Teil. Also es ist, nein, ist noch gar nicht so alt, weil ich ja noch nicht so alt bin. War sicher der 5. Da bin ich wohl damit Teil 1 oder 2 gewesen ist. Fand ich immer witzig. Vielleicht kommt es irgendwann noch auf die Konsole. Dann ist der April auch schon vorbei, oder? Monkey Island war das Beste, meiner Meinung nach. Und danach kommt tatsächlich die Deponia. Ja? Sein soll. Also Monkey Island 1 und 2 und 3, ne? Ja. 3 war auch gar nicht mal so schlecht.
Man hat halt das gleiche gemacht wie 1 und 2, nur in einer etwas aufgehübschteren Grafik. Musste man aber auch mögen. Und also ich habe Deponia bis zum zweiten Teil gespielt und danach habe ich mir halt eher YouTube-Videos und Streams angeguckt, weil die Story ist witzig, aber die Rätsel gehen einem dann irgendwann, also mir persönlich gingen sie mir dann halt irgendwann auf den Keks. Mochte dann nicht mehr weiter rätseln. Aber ich habe gehört, Thimbleweed Park soll ziemlich gut sein. Das muss ich noch überprüfen. Das konnte ich noch selber nicht zocken. Unforeseen Incident soll auch super sein. Da gibt es viele aus dem Genre. Ja. Also wirklich sehr viele. Ja. Aber das Genre ist einfach für mich, nee. Sowas wie Leisure. Leisure Suit, das fand ich gut. Das war so Neuzeithumor. Wir haben uns über Hipster witzig lustig gemacht. Wir hatten Instagram drin. Das fand ich gut. Oh, dann wird ja auch so hier Randale Monday oder Randall's Monday. Das soll auch sehr, sehr in alle Popkulturen reinlunzen und das könnte dir eventuell auch noch gefallen. Bei mir sind es die uralten Discworld-Teile. Es gab Discworld 1, 2 und Noir. Und das ist, als Terry Pratchett-Fan habe ich diese Click and Point unglaublich. Das waren, und Blazing Dragons. Aber ich glaube, das sind Sachen, die sind so alt, das kennt fast keiner. Das sind meine Lieblings. Point and Click, Click and Point. Wie ist jetzt richtig? Point and Click, oder? Point and Click oder Point einfach Adventure. Point and Click. Also einfach Adventure Games sagen. Also meine Lieblings. Point and Clicks. Übrigens habe ich gerade gesehen, dass ab dem 4. April auf dem Epic Games Store, den ja so viele Leute mögen, Witness kostenlos angeboten wird. Was ich übrigens empfehlen kann. Ich habe das letztes endlich mal durchgespielt auf der PlayStation. Bestes Rätselspiel of all time. Wenn ich das mal so sagen darf. Discworld! Hast du was auf dem Arm davon? Ja, ich habe mir den Rattentod von Discworld tätowieren lassen. Oh, das ist das mit der laufenden Kiste und der Schildkröte. Ja! Oh, du kennst... Ich habe ein Buch gelesen. Ich hab fast alle. Ich glaube, ich habe um die 30 Bücher hier. Oh, ja, da bin ich wieder ans Lesen gekommen. Ich habe als junger Mensch nicht gerne gelesen. Und ich habe erst mit 20 oder so wieder angefangen, ein bisschen zu lesen. Ich weiß noch, ich habe damals in Ulm gearbeitet und die Arbeitsstelle da war scheiße. Es war einfach alles scheiße und ich bin ein bisschen in Ulm spazieren gewesen und an einem Nerd-Geek-Laden vorbeigekommen. Und da habe ich meinen allerersten Scheibenroman gekauft. Und seitdem bin ich verliebt. Scheibenwelt hat. Ja. Obwohl Pratchett für mich nie an Douglas Adams rangekommen ist. Ich wollte halt einen Ersatz für Douglas Adams, weil ich irgendwann durch war mit Anhalter. Und dann wollte ich halt irgendwas Lustiges lesen und ob es jetzt Science Fiction oder Fantasy ist, war mir eigentlich egal. Dann habe ich halt Pratchett angefangen. Aber ich fand den Humor nie so ausgefeilt wie bei Adams. Deswegen hat es mir nicht so gut gefallen. Aber das Buch habe ich verschlungen, das kann man schon sagen. Ich glaube, ich habe den zweiten Teil oder so gelesen, aber der, wo der Zauberer das erste Mal dabei ist, wohl. Princewind. Also hast du, ja genau. Das ist den ersten, so zweiten Teil, so kann man es jetzt nicht. Du hast von der Rincewind-Reihe dann etwas gelesen. Genau, den ersten Teil quasi gelesen. Irgendwie so, keine Ahnung. Ja, kurzer Abstecher gewesen. Aha. Nee, ansonsten habe ich tatsächlich jetzt nichts großartig mehr auf meiner Konsolenliste, wo ich ein Auge drauf geworfen hätte. Was man erwähnen müsste. Ich habe auch nicht vor der wirklich irgendwas. Also ich habe jetzt nochmal nebenbei extra nochmal geguckt, ob irgendwie irgendwas in die Richtung geht, was man erwähnen sollte, aber... Halt kommen nicht. Bestimmt noch ein paar Geheimtipps raus, über die wir dann nächsten Monat wieder sprechen werden. World War Z ist halt noch so eine Sache und Steel Division. Ja, aber das ist alles so, komme ich heute nicht, komme ich morgen, ne? Also so wirklich der April ist jetzt nicht unglaublich doll gesät. So. Also ja. Für mich ist Mortal Kombat Days Gone, my time at Portia.
und Fate to Silence, gleichzeitig noch Sekiro in der Hinterhand. Also ich bin April voll versorgt. Das ist übrigens Porschia. Porschia. Falls du es genau haben möchtest. Ja, danke schön. Also Porschia. Das SCH nicht aussprechen, sondern eher sch. Da ist kein SCH. Achso, ja. Ja, eben, das T-I-A wird halt Porschia. Portia. Du musst mehr spucken dabei. Ja. Film ist gleich zu Ende, fange ich an zu spucken. So, was? Aber nicht auf die Pflanzen, bitte in Farm Together. Wieso, ist doch guter. Ach. World War Z kommt noch. Das könnte man eventuell noch erwähnen. Das ist schon fünfmal rausgekommen, oder? So. Nee. Das ist ja etwas Eigenständiges jetzt. Also. Ja. Das ist, geht, glaube ich, so in die Richtung Walking Dead Koop-Ding so. Erscheint am 16. April, ist von, von Focus Home Interactive. Nee, ist der Publisher, ja. Ja, was, wer war das nochmal? Warte, lass mich mal schnell gucken. Oh, nee, Team, aber der Entwickler ist Saber Interactive. Das gibt's ja gar nicht bei Steam. Warte mal, wer hat das, warum hast du das jetzt so gesagt? Oh, Invasion war von den World of Warriors. Was haben die denn gemacht, dass du so... Developer ist Saber Interactive. Ja, die haben doch jetzt nichts Schlimmes gemacht, so wie das aussieht. Nö. Nee, die haben nichts Schlimmes, weil du gerade so... Nö. Ich hab so ein Schmunzeln gesehen. Ich dachte, da ist wieder irgendein Schlingel mit dabei. Nee. Mal gucken. Und by Flame. Ich denke ja, also zumindest ist so das mein Gefühl, dieser Co-op... dieser Co-op-Payday Left 4 Dead-Markt ist ausgelutscht, habe ich so das Gefühl. Bin ich da der Einzige, der das so empfindet? Weil das Walking Dead hier, Overkill's Walking Dead, kam ja auch gar nicht gut an, glaube ich. Zumindest in meiner Filterblase. Kam das irgendwo bei euch irgendwo an? Nö. Wenn ich da ein paar Screenshots von sehe, von den Massen an Zombies, muss ich automatisch an Dings denken. Das gab es früher nur für die Xbox. Was im Einkaufszentrum und auf dem, auf denn das? Leute, helft mir, das war dann die ganze mit Zeit. Dead. Ja, ich weiß, ich hab's auch das gespielt. War eine große Dead Rising. Hilfe. Dead Rising. Dead Rising, genau. Ich muss oh, Dead das war Rising mega. Denken. Oh, und Dead Rising war so unfassbar geil, ey. Das hat so viel Spaß gemacht. Und das schön. Ist das, was heute immer noch Spaß macht, aber weil es sich halt selbst nicht so ernst nimmt und weil du so viele Möglichkeiten hattest, Waffen zu craften. Bei dem, ich habe dazu auch noch nicht viel gesehen, muss ich zugeben. Internetverbindung erforderlich. Schön Zombie mit der Walze durch die Zombie-Mengen durch und dann hörst du es mir. Ja, den dritten habe ich gar nicht gespielt. Dead Rising. 1 und 2. Das war großartig. Also. Wobei es auch langweilig wurde nach einer Weile, weil man hat da schon mal alles gehabt. Die Dildo-Kanone, oh, da kann ich mich noch erinnern. Schöne Grüße an dich, Barney, übrigens, mein kleiner Schweizer Mimose. Auf die Story bin ich jetzt gespannt. Wieso? Dildo-Kanone und schönen Gruß an dich, Barney. Ich stehe halt, ohne Scheiß, original, ich stehe halt an dem Schrank in Dead Rising 3 und baue mir irgendwas zusammen. Und dann sehe ich von der Seite diesen Dildo anflattern und an mir vorbei. Und ich habe halt überhaupt noch keine Ahnung gehabt, was überhaupt dieses Spiel ist. Außer es gab viele Zombies. Und dann drehe ich mich um und dann steht Barney da mit einem, ich glaube, einem pinken Shorts, Cowboy-Stiefel und so einem pinken Cowboy-Hut. Und dann kommt dir so ein Dildo entgegengeflogen, direkt in die Fresse. Und du erstmal so, aha. In die Richtung geht das Spiel, aha. So läuft das hier also. Und dann war es geschehen. Dann haben wir nur noch Scheiße gemacht. Also dann sind wirklich regelmäßig Dildos geflogen. Und das war großartig. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Aber ich glaube, World War Z wird nicht so
in die Richtung, glaube ich. Ach, das scheint sich ernst so zu nehmen. Ich weiß es nicht. Ratet mal, wo es das wieder nur gibt. Auf PlayStation. Im PlayStation Store gibt es. Mhm. Und bei Apple. Ach, du meinst bei Windows? Windows, ja. Windows. Ja. Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, was dieses Overkill's Walking Dead gemacht hat. Ist das mittlerweile... Oh, haben die das aus dem Dings rausgenommen? Haben die das aus dem Store rausgenommen? Ist wahrscheinlich nur Epic. Ey, du kannst das Spiel nicht mehr kaufen. Welches Spiel? Walking Dead von Overkill. Du Scheiße, du kannst das Spiel nicht mehr kaufen. Was ist denn da passiert? Oh. Da muss aber... Oh, da muss ich aber mal googeln. Das kannst du nicht mehr kaufen. Du kannst nur noch die Deluxe-Version kaufen. Lol, haben die das so hart verkackt? Da sollte sich Disney mit Star Wars vielleicht mal eine Scheibe von abschneiden. Die haben das komplett rausgenommen. Es sind auch nur noch 23 Bewertungen, Nutzerbewertungen da. Okay. Lol. Ja, sag ich ja. Na gut, dann kann das ja auch in keiner Filterblase mehr sein. Ja, gut. Haben wir sonst noch irgendwas auf dem Zettel? Nee, ne? Haben wir noch nette Twitch-News? Ja, aber selbstverständlich. Na, dann leite sie ein. Möchtest du sie nicht einleiten? Oh, siehst du, jetzt eine Sache habe ich vergessen reinzumachen. Aha. Aha. Bitte. Ja gut, dann kommen wir zu den Twitch-News. Die gehen auch relativ schnell heute, weil nicht so viel Neues dazu, also ein paar Sachen sind dazu gekommen. Erstens mal, wenn ihr eine Switch habt und Twitch Prime habt, dann könnt ihr bis zu 12 Monate Switch Online oder Nintendo Online kostenlos bekommen. Also dieses, ne, was auch auf der PlayStation Plus heißt, gibt's halt auch für Nintendo mittlerweile. Für die Switch kostet, glaube ich, 4 € oder 3 € im Monat oder 7 € im Quartal oder 8 €. Kriegt man momentan für ein Quartal zumindest schon mal kostenlos angemeldet unter folgender Adresse. Moment, das ist diese hier. Gibt es 3 Monate, muss man nur beide Konten miteinander verbinden. Und wenn man in den nächsten 60, nee, in den nächsten 9, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, in den nächsten 90 Tagen, also während das da läuft, noch 60 Tage lang Twitch Prime auch hat, dann kriegt man dann in 2 Monaten, nee, doch, in 2 Monaten, kurz bevor das ausläuft, nochmal 9 Monate obendrauf. Das ist ein bisschen kompliziert. Also man kriegt aber eine E-Mail dann Bescheid, steht in den FAQs, ich habe mir das extra durchgelesen, damit ich hier kein Mumpitz erzähle, weil das sehr kompliziert ist. Man kriegt dann noch pünktlich eine E-Mail, dass man das dann eben kostenlos verlängern kann. Und dann hat man das noch weitere 9 Monate. Also 12 Monate, wenn man alles richtig macht und Twitch Prime hat in der Zeit, kriegt man dann kostenlos Nintendo Online und kann dann endlich Tetris 99 spielen und die ganzen NES-Klassiker. Oder hier Smash Ultimate gegen Freunde im Internet und so. Darf ich das kurz mal für normale Menschen zusammenfassen? Ja. Hey, ihr Nintendo-Boys da draußen, macht doch mal bei Twitch Prime bei Amazon ein Abonnement. Verbindet euer Amazon-Konto mit Twitch und dann verballert ihr mal eure ganzen Twitch Primes überall auf dieser ganzen Plattform hier. Und wenn ihr gerade noch mal irgendwo ein bisschen Gedanken übrig habt, ja, dann könnt ihr euch das gerne holen. Das gestalten wir auch extra total unkompliziert für euch, damit das super einfach für euch ist zu redeemen. Und die nächsten Monate danach auch. Das ist auch garantiert keine Abo-Falle. Also jetzt Twitch Prime einfach bei mir reinzahmen. Oder bei Sali oder auch bei Slappy. Der Rest ist eh scheiße. Oder im Plankenschnack. Kanal, auf dem wir hier gerade streamen. Auch hier geht das, klar. Und vergesst bitte nicht, unbedingt nicht, ihr müsst natürlich auch dann euer Nintendo-Zeug noch holen. Nicht vergessen. Also ihr braucht schon eine Switch.
Hm. Ohne nee, Switch ist das. Könnt ihr auch so machen. Switch Prime kann man auch einfach so rausballern. Ja, gut, ja. Da braucht man, darum geht es ja hier auch nur. Ne? Entschuldigung, ich wollte nur übersetzen kurz, weil das war ja schon schwierig zu verstehen, was du da erklärt hast. Also, deins war natürlich einfacher. Klar, die Quintessenz der ganzen Sache ist, ballert mal eure Twitch Primes raus. So. In kurz. So. Das war, noch kürzer geht's nicht. Ich freue mich schon darauf, die nächsten Sachen sehr, sehr kompliziert zu erklären und du machst daraus ein Sellout irgendwie, in irgendeiner Art und Weise. Slabby, wenn ich dir zur Hand gehen soll bei den News, kannst du mich gerne fragen. Ich mach das super gerne. Bitte, du kannst ja gleich bei dem nächsten Punkt mir vielleicht zur Hand gehen. Ich höre. Ja. Und zwar hat Twitch jetzt eine neue Funktion, die sie schon längst angekündigt hatten, rausgebracht, und zwar die Squad Streams. Leider kann diese Funktion nicht so viel. Also im Vergleich zu Multistream TV oder wie sie alle hießen, ist da nicht so viel mit bei rumgekommen, sondern es ist tatsächlich eine eigene Squad Stream Seite. Also man kann dann halt Leute, die online sind, als Partner, die erste Einschränkung, Leute einladen in den Squad. Dann wird man, ich glaube, man kann auch nur andere Partner einladen, wenn ich das richtig verstanden habe, und auch keine Affiliates oder so. Hat irgendwas mit Transcoding zu tun. Und dann kann man einen Squad mit bis zu 4 Leuten, ne, zusammen erstellen. Es gibt allerdings keinen gemeinsamen Viewcount. Es gibt keinen gemeinsamen Chat. Es gibt, die Streams werden nicht irgendwie synchronisiert aufeinander, sondern laufen halt so, wie sie bei dem Streamer ankommen, bei dem Viewer ankommen. So laufen die da drin. Also, ich sehe momentan nicht so den Sinn darin, nicht Multi-Twitch zu benutzen, sondern das, weil bei Multi-Twitch habe ich wenigstens alle Chats. Da habe ich halt immer nur den Chat des Streamers, den ich gerade ausgewählt habe, der oben angezeigt wird. Ich habe heute auch versucht, einen Squad-Stream zu gucken, der aus 2 Leuten bestanden hat. Da hatte ich halt beide übereinander angeordnet und den einen ein bisschen kleiner, den anderen ein bisschen groß. Also irgendwie war das. Naja. Ja, es gibt ja auch einen Mainstream, den du anklickst, ne? Und der Rest, genau, rückt nach unten. Genau. Und du hast auch immer nur Audio vom Mainstream. Genau. Und immer nur den Chat vom Mainstream. Genau. Aber von den anderen Streams wird der Chat auch mitgepuffert. Das heißt, wenn du jetzt auf einen Side-Stream wechselst, kannst du den Chat immer noch nachlesen von dem Side-Chat. Ja, so. Genau. Und auch hier, um das für einfach mal für euch zu erklären, was das macht, Viewerzahlen nach oben treiben, Sellout. Und dieses Feature, da kann man sich des Todes mit hochballern. Ich war letztens gerade mit 2 Leuten da drin. Ich hatte auf einmal 5000 Zuschauer. Das ging ganz schön schnell. Also wenn man gemeinsam Lust auf Wachsen hat, Squads ist da definitiv die richtige Adresse für. Nachdem ihr euren Twitch Prime bei uns ausgegeben habt. Und dann euer Nintendo-Zeug geholt. Also ich finde die Funktion echt gar nicht so verkehrt, muss ich sagen. Ich habe sie letztes Mal ausprobiert mit 2 anderen. Und ich war im Moment drin und das hat eigentlich einen relativ guten Eindruck gemacht. Ich müsste es mal nochmal mit jemand anderem ausprobieren, aber ich habe halt keine Freunde, um mit denen zusammen zu streamen für einen längeren Zeitraum. Aber das mit dem Delay zum Beispiel hatten wir gar nicht in dem Moment, glaube ich. Also zumindest hat keiner was gesagt. Also ich habe heute im Stream, wie gesagt, 2 Streams laufen gelassen und der eine hat schon seinen Mund bewegt und erst danach kam seine Stimme in dem anderen. Oh. Hinterher war es dann wieder andersrum, dann habe ich ihn schon gehört, aber dann hat er erst seinen Mund bewegt. Also das kann aber auch bei denen liegen, ist, ne? Das ist auch das Komplizierteste daran. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, aber das ist dann halt einen gemeinsamen Stream dann quasi gibt mit einem gemeinsamen Chat, in den alle gucken können und einen gemeinsamen Viewcount oder der Viewcount, vollkommen egal. Aber zumindest, dass der Chat dann halt gemeinsam ist und nicht man halt sich auf einen, auf den Chef halt. Na, wie soll das gehen? Jetzt überleg mal einfach, wie soll das gehen, dass du beide Chats in einem hast? Nicht beide Chats in einem, wenn du einen Squad aber getrennt erstellst, meinst du? Hast du einen eigenen Squad. Aber Chat. Du hast doch den Audio und den Chat zum passenden Stream. Was willst du denn da mit dem anderen noch? Ja, warum sollst du dann sowieso einen Squad-Stream machen? Warum gehst du da nicht zu multistream.tv und machst weil's einen Multistream? Weil es hauseigen ist? Ja, aber das ist eben der einzige Unterschied. Das ist der einzige Vorteil, dass es hauseigen ist. Aber sonst macht es halt keinen Unterschied.
Und doch, bei Multistream kannst du auch als Affiliate und als Nicht-Partner mitmachen. Obwohl, den View-Account hast du bei den anderen ja, nee. Oder doch? Das ist doch jetzt die Regelung, wenn du nicht aktiv im Stream drinne bist und der gemutet ist, bist du doch kein Viewer mehr, oder? Ja. Ja, so ist das doch aktuell. Ja, und da hast du wieder den nächsten Squad-Stream-Vorteil. Weil wenn du nicht aktiv über Multi-Twitch drinne bist und demutest, dann bist du ja nicht mehr im View-Account drinne. Aber du guckst ihn ja. Also er aber er ist ja gemutet. Trotzdem. Ja, nur weil er gemutet ist, heißt nicht, dass du nicht im View-Count bist. War das nicht so? Dass erst du wenn du in ein anderes Tab wechselst, dann bist du nicht im View-Count. Ah, alles klar, okay. Ja. Hm, okay. Ja. Dann gibt es jetzt eine ganz neue Funktion, die, ich habe sie mal Stream-Pause genannt. Also wenn mal irgendwie was mit dem Rechner ist, ich hatte letztens einen Stromausfall bei uns, der ein bisschen länger gedauert hat allerdings als 90 Sekunden, wird der Stream, wenn man zumindest die Option im Dashboard aktiviert hat, für 90 Sekunden nicht ausgemacht, sondern man hat dann 90 Sekunden, also anderthalb Minuten Zeit, den Stream wieder anzumachen und es läuft im gleichen Stream weiter. Die VOD wird nicht unterbrochen. Die Viewer kriegen dann einfach ein statisches Bild gezeigt. Und man hat dann eben 90 Sekunden Zeit, sich wieder bei OBS, wenn man OBS benutzt, auf Stream starten zu drücken und dann läuft der Stream quasi weiter. Das ist eine Kleinigkeit, aber die ist auch wichtig. Warum guckst du so? Ist das was, was man aktivieren muss? Ja, ja, in der Einstellung. Okay, wartet. Und du hast es aktiviert? Ja. Und jetzt passiert dir etwas, dann musst du nichts mehr klicken, sondern das passiert automatisch. Ja. Ja. Das bedeutet aber auch, dass jedes Mal, wenn du den Stream ausmachst, du nein. Okay. Stream ausmachen, da sendet OBS quasi ein eigenes Signal, dass der Stream auch ausgemacht wurde. Der ist dann aus. Ah. Wenn du jetzt zum Beispiel Alt F4 drücken würdest in OBS und OBS nicht mehr die Zeit hätte, wirklich den Buffer zu beenden, sondern der einfach plötzlich ausgeht, dann merkt Twitch, da ist irgendwas schiefgelaufen, also setzen wir noch 90 Sekunden ein Bufferbild rein. Verstehe. Okay. Ja. Sellout-Beauftragter, der HCDizzy, wollten Sie dazu noch irgendwas sagen? Gewinne. Benutzen Sie jetzt hier in Twitch Prime? Nee, eigentlich nicht. Also okay. Es ist halt gut, weil dann auch an der Stelle geht dir dein View-Account nicht flöten. Du fängst nicht von vorne an. Ey, das ist kein Scheiß. Ja, das stimmt. Ey, wenn du auf der Startseite zum Beispiel bist, bleibst du auf der Startseite. Richtig, genau. So, und wenn du jetzt beispielsweise, ey, das ist halt mal jetzt rein fiktiv, ne? Also, ein Fortnite-Spieler hat ungefähr eine Auffassungsgabe von 10 Sekunden. So, jetzt sag mal 9 Sekunden offline und drück dann Start Stream. Dann bist du von 5000 Viewer auf einmal bei 20. Und so hast du vielleicht Glück und bist noch bei 4. Also kannst du halt, ne, stehst du noch oben. Da bist du noch oben und dann läuft es noch weiter. Und dann kannst du noch mehr Viewer farmen, Follower farmen. Kannst du gleich reinbaiten, wenn du wieder da bist, weil du hast ja schlechtes Internet. Stell dir vor, du kriegst einen dicken Host rein und dann wird der Stream unterbrochen und der geht per Auto-Host irgendwo weiterhin. So eben. Nicht. So nicht, bleibt noch alles da. Ja. Also da läuft es definitiv weiter dann sehr gut mit dem Sellout dann, ja. Aber ja. Das Feature ist wirklich gut. Ja, das finde ich auch. Ich finde es halt nur super witzig, dass dieses Feature hat zum Beispiel das E-Guy in seinem IRL-Stream. Er hat genau dasselbe Feature vorher schon selber drin gehabt, dass wenn er seine Connection verliert nach Hause, dass der umgeswitcht hat in genau so eine Szene. Ja, weil er diesen IRL-Rucksack hatte da von genau. Und das ist halt super witzig, dass diese Funktion jetzt halt von Twitch auch rausgebracht wird. Muss ich ein bisschen schmunzeln. Übrigens noch mal kurz zurück, weil noch ein, zwei Leute das gefragt hatten. Die Squad-Funktion sieht jetzt also wie folgt aus. Wie das hier, was ihr gerade seht, es gibt bis zu 4 Leuten. Du hast ein Hauptfenster, so wie ihr jetzt gerade. Und unten drunter sind noch 3 weitere. Wie zum Beispiel bei Netflix. Das hast du ja, nee, irgendwo gibt es auch so ein Ding, wo du unten drunter noch was auswählen kannst. Und dann hast du halt deinen Hauptstream, deinen Chat und unten drunter sind noch 3 weitere. Und die kann man alle sehen. Und man kann jederzeit mit der Maus auf einen anderen Stream klicken. Dann greift der quasi den in den Hauptstream, rückt den anderen runter und der hat dann quasi Ton und Bild für euch und der Chat an der Seite. Und der Chat wird zum Beispiel
bei allen Vieren permanent wohl mitgetrackt und du kannst alles aus den anderen Chats dann mitlesen. Und das ist dann die Squad-Funktion, sozusagen. So. Nochmal zum Punkt vorhin. Genau, zu dem davor. Ja. So, und dann der letzte Punkt, der ist schon ein bisschen älter, aber ich war jetzt auch seit 4 Wochen nicht mehr hier. Es gibt mehr Badges. Und zwar für alle die 9-Monats-Badge, Sub-Badge, wohlgemerkt, Sub-Badges. Und jeder Partner hat dann nochmal nach einem halben Jahr immer den Schritt. Also nicht mehr nach einem Jahr, 2, 3, 4, sondern 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. Also kann man jede Menge neue Badges raushauen, die. Geil, bei 9 machen wir uns ein Baby, Alter, und bei 18 auch. Da machen wir uns wir machen so ein dünnes Baby und dann bei 18 machen wir so ein fettes Baby. Und bei 27 ein Sumo-Ringer. Geil. Oder man schmeißt einfach mal eine Bulette ins Brötchen. Das ist doch cool. Bei 9 Monaten kriegt man noch. Guck mal, jetzt zum Beispiel irgendwas, was aus dem Ei schlüpft oder so. Einfach nur bei den 9-Monate-Dinger, weil es ist ja nun mal der Zyklus, wann ein Kind geworfen wird. Okay, fand wieder keiner lustig, ist okay. 2 haben gelacht im Chat, also war es witzig. Ist die Ausrede. Humor ist, wenn einer lacht. So, ich bin raus jetzt. 3 haben gelacht. Slappy auch. Ja. Okay, ansonsten war das der. Nee, waren das die Twitch News? Ja, danke, Mann! Wenn man sich etwas so sehr gewöhnt hat und dann. Das muss auf einmal nicht mehr. Ja. Hat am Anfang schon gefehlt. Nächstes Mal kommt das Jingle wieder. Ich nehme dir Piep-Piep auf und dann kannst du das bei WhatsApp, immer wenn ich dir eine WhatsApp-Nachricht sende, kannst du das als Klingelton benutzen. Nein, das macht nicht Piep-Piep. Macht das nicht Piep. Okay. Ja, genau so. Das ist gut. Fehlt mir. Ich spiele noch schnell das Jingle. Hast jetzt doch. Klar. Ich mach mir jetzt. Jetzt mach das. Dankeschön. Twitch News. Ja, geil. Lief. Gut. Kam zwar erst danach, aber hey. Ja, ist nachgereicht. Ende dann halt. Ne? Sorry. Ging vorher nicht? Nee, mir ist gerade erst eingefallen, dass ich das ja auch einfach so. Oh, ihr Klugscheißer, als wenn in euren Kackstreams immer alles funktioniert, ey. Perfekt. Perfekt, ja, sehe ich. On point. Ja, on point, ja, ja. Mhm. Ist okay, I got it. Entschuldigung. So, mein Streamer der Woche dieses Jahr. Dieses Jahr, okay. Ist, jemand, den ich, glaube ich, schon mal hatte. Also definitiv hatte irgendwer anders den, aber ich habe den jetzt diesmal auch schon wieder. Aber Happy Hop, weil der hat es endlich geschafft, kurz vor Sekiro den God Run zu beenden und hat alle Dark Souls, Demon Souls und Bloodborne back-to-back hintereinander ohne einen Hit zu bekommen durchgespielt. Und ich finde, das ist eine so große Leistung, die man hier nicht so häufig erlebt auf Twitch und deswegen ist er mein Streamer der Woche. Den hatten wir alle schon. Den hatten wir alle. Wir hatten ihn alle. Er den hatte hatten uns wir alle schon, weil er großartig ist. Ja. Und jetzt spielt er natürlich Sekiro. Und übt schon. Ja. Es war viel Zeit, ja. Er hat sehr viele Jahre in dieses Projekt gesteckt. Ja. Sehr schön. Ich habe meine auch schon vorbereitet. Habe ich die vorbereitet? Echt? Heute bin ich komplett unvorbereitet, ne? Okay. Ja, einfach als Link habe ich mir schon vorbereitet. Ach, meine Streamerin der Woche ist, auch schon genannt, ist Divi. Ich habe Divi nämlich jetzt kurz vor Sekiro wieder sehr, sehr viel gesehen mit ihren Dark Souls 3 Runs. Ja, Divi, unglaublich gerne an. Gerade kann ich nicht genießen, weil sie jetzt Sekiro, ich glaube, schon im New Game Plus. Das Plus? Ich bin mir nicht ganz sicher, wo sie ist. Aber Divi, die einfach wirklich was drauf hat, wenn es um die Spiele geht, tiefenentspannt bleibt, da drin richtig gut ist. Ich liebe
Piep, 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 wir haben dich lieb. Divi, ha, hey, ja, oha. Was? Oh, ich weiß, warum soll ich so gucken? Hey, ich wollte das nur musikalisch noch mal ein bisschen untermalen. Divi ist wirklich eine Liebe. Ich mein, du versuchst doch nur die Zeit zu schinden, weil du noch niemanden hast. Was? Das stimmt doch gar nicht. Red auch die ganze Zeit Quatsch in meinen Streams, wenn ich nicht weiß, was ich gerade... Das stimmt doch überhaupt nicht. Wenn ich unvorbereitet bin, klar. Was heißt denn hier unvorbereitet? So soll das ja auch mal sein. Ja. Divi ist großartig. Gerade in den ganzen Souls-Sachen. Sie spielt auch Dead by Daylight sehr viel. Da ist sie auch sehr gut. Das ist eine der wenigen, wo ich mir Dead by Daylight anschaue. Mal bei Divi vorbei. Hab ich hier schon übrigens vor Jahren mal als Streamer der Just Saying. Oh, Just Saying. Ja. Just Saying. Ich bin echt dafür, dass wir langsam mal auf Instagram ausweiten, so, weil es wird schwer. Es gibt gar nicht so viel. Ich habe ja letztens, habe ich gerade mal geguckt nach einem Streamer, ne? Also. Ja, da habe ich mir gedacht, Mensch, guckst du mal, ob du vielleicht wen findest, der Satisfactory so ungefähr ähnlich tickt wie du und vielleicht noch nicht so, wie sagt man jetzt, noch nicht so ein ganz großer Idiot ist wie du. Habe ich geguckt und wieder geguckt und habe so 30, 40 Streams durchgeguckt. Und dann bin ich zu diesem jungen Mann gekommen, der macht Videos bei YouTube über Photoshop und heißt Pixel Perfect. Super toller Dude. Über was? Moment. Jetzt, was? Genau das wollte ich damit bezwecken. das Pixel Perfect. Ist ein Ach, das sehr, ist die Monobraue. Ja, bei dem habe ich auch schon was geguckt. Stimmt. Der hat mir beigebracht, den habe ich geguckt, als ich diesen Effekt gemacht habe. Diesen super schlechten, der am Ende super schlecht aussah, als GOG zu Besuch war, mhm, wo der Text so durchging. Ja. Das habe ich bei dem quasi mir abgeguckt. Ich habe mir jetzt nicht so viel Arbeit gemacht. Aber ja, an den erinnere ich mich. Ich meine, gut, das Gesicht vergisst du auch nicht so schnell, ne? Aber, ey, das ist ein super netter Typ, echt, ohne Scheiß. Ja. Ja. Und der bringt dir echt viel bei. Ich habe schon einiges gelernt. Das ist die Frida Kahlo der YouTube-Tutorials. Quasi. Nee, das ist Bob Ross für Photoshop. Ja. Ist so. Also kann ich euch wirklich wärmstens empfehlen. Das ist mein Content Creator der Woche. Ja, ich habe leider wirklich keinen gefunden in Satisfactory. Das ist schade, ne? Ja, es ist oft so. Und dann guckst du, dann spielen die Multiplayer oder es sieht halt aus wie Pixel-Gulasch und dann reden sie nicht oder dann ehren man Bruder und Digger, dann machst du wieder aus, der nächste guckt YouTube-Videos und reactet nur noch so. Ey, wenn Satisfactory? Ihr, ja. Okay. Ja, dann wird er rausgetappt und ich muss mal auf Rohstoffe warten. Lass mal Video gucken, Dicker. Nee. Schade. War leider nicht so cool. Aber vielleicht schlägt mir ja Chat noch wen vor. Und ich schlag mir jetzt Hirnsturz vor. Ich guck bei Minjas schon zu. Ich wollte gerade Minjas nämlich vorschlagen, aber nee, den hatten wir auch schon häufig genug hier. Minjas habe ich letztens gerade mal geguckt. Das war sehr schön. Ja. Aber einfach mal ein normaler Dude. Ja. Wo man mal wieder zuguckt, der dich auch unterhält. Wünschte ich mir echt wieder. Aber ich krieg wirklich, geht euch das auch so beim Durchscrollen nicht mehr so ein Highlight irgendwie? Wie meinst du das? Naja, ich schlage ja nur noch wenig Streamer vor, ne? Weil ich entdecke aber auch keine mehr. Also ich meine, ich könnte jetzt Milchbaum vorschlagen, so, weil die ist ja komplett aus dem Leben gerissen. Die ist ja, also, falls ich das erreichen sollte, du hast ja so richtig einen an der Pfanne, Alter. Und wenn ich mir das angucke, dann bepisse ich mich vor Lachen, weil du so durch bist. Das kann gar nicht real sein. Ja, so. Aber mache ich nicht. Ja, Monka TOS nicht hier als Emote müssen wir noch reinbringen. Und dann hört es ja auch immer schon wieder auf. Schwer geworden. Wir sind alle auf der TwitchCon. Und der Plankenschnack ist auch auf der TwitchCon. Es gibt eine Live. Kannst du das schon sagen? Klar. Es gibt eine Live-Übertragung von der TwitchCon vom Plankenschnack.
Habt ihr was anderes erwartet? Ich meine, wir waren ja bis jetzt auf jeder Messe eigentlich für euch. Was machst du denn? Ja. Er tanzt. Wir wissen ja schon wann. Nee, wir wissen noch nicht wann. Ja, aber wir werden live auf der TwitchCon senden von der Bühne. Es wird bestimmt einen ganz tollen Trailer dafür geben bei Twitter. Oh ja. Oh, der wird gut und der wird pünktlich. Mm. Ja, weil Slappy geht jetzt nämlich wieder arbeiten. Mm. Oh, Andreas, also ich habe wieder Zeit. Ich gehe aber in viel Zeit. Ja, großartig, nice. Ja, geil, dann packen wir Folge 92 ein. Oh, übrigens, ich möchte mich ganz kurz entschuldigen bei allen da draußen, die das eventuell in Audioform hören. Ich glaube, die letzten zwei liegen noch in der Pipeline. Die sind noch nicht fertig. I'm noch sorry. Nicht pünktlich rausgekommen, ja. Entschuldigung, es gibt 90 Folgen davor. Kommt, habe ich auf dem Zettel, steht da. Wenn ich Zeit habe, mache ich das fertig, ja? Also, falls ihr da draußen nicht auf euren Ohrmuschelgenuss kommt, I'm sorry, ist mein Fehler. Alright. Und jetzt sage ich tschüss. Vielen Dank fürs Zugucken. Und Twitch Prime. Denkt dran. Für das Nintendo-Zeug. Schönen Start in die Woche wünsche ich euch. Viel Spaß bei allen, die noch Sekiro spielen. Durchhalten. Schön mit Ö. Oh ja, alle, die Sekiro spielen, gute Entscheidung. Nicht sofort aufzugeben, sondern weiterzumachen und es zu lernen. Ja, lohnt sich. Ja. Ansonsten wünsche ich euch auch einen schönen Start in die Woche. Danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns auf der Butterseite. Tschüss. Winken. Auf der Butterseite? Auf der Butterseite, immer. Ich lande immer auf der Butterseite. Slappy, kommst du eigentlich zur Partnerparty? Ja, klar. Oh, cool.